20 sowie den Tagesordnungspunkt Römisch 2 und den Zusatzpunkt 1, Bundesministerium der Finanzen, Einzelplan 08. Mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf Drucksachen 23.324, 23.325, Berichterstattung die Abgeordneten Metin Akverdi, Dr. André Berghecker, Dr. Birgit Malzack-Winkemann, Christian Dürr, Dr. Gesine Lötz, Sven-Christian Kindler. Und ich rufe auf den Einzelplan 020 Bundesrechnungshof mit den Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses auf der Drucksache 23.325. Berichterstattung sind die Abgeordneten Ekin Delegös, Dr. André Berghecker, Esther Dilcher, Ulke Schilke-Ziesing, Bettina Stark-Watzinger, Michael Läutert sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Beschluss des Deutschen Bundestags gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes und Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem gleichlautenden Titel über den Antrag der Fraktion der FDP sowie über die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD werden wir später nacheinander namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 90 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Peter Böhringer, AfD. Guten Morgen. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Bundeshaushalte 2020 und 2021 umfassen zusammen 1.000 Milliarden Euro bei bislang unvorstellbaren 400 Milliarden Neuverschuldung. Die beiden größten Haushalte der deutschen Geschichte, angeblich alles Corona-bedingt. Eine Virusinfektion soll die Grenzüberschreitungen rechtfertigen. Wir werden es hier gleich nachher überall wieder hören. Ganz so, als ob Deutschland noch nie eine Krise durchlebt hätte. Ganz so, als könne es nie wieder ähnlich schlimme Krisen geben. Deutschland hat seit 1945 viele Krisen gesehen. Den Hungerwinter 1946, den Kalten Krieg seit den 50ern mit dramatischen Zuspitzungen 1953 und in der Kuba-Krise 1962, die Ölpreisschocks der 70er, die Massenarbeitslosigkeit der 80er, die Börsencrashs 80 und 87, den Crash 2000, dann 9/11 und seit 2010 eigentlich permanent die Finanzkrise. Und natürlich auch viele schwere Grippen, einige davon mit Zehntausenden Opfern. Und nun kommt ein weiteres gefährliches Virus, und alle etablierten Maßstäbe der Haushaltsführung werden gesprengt. Fast 40% Kreditfinanzierungsquote dieses Haushalts, beziehungsweise etwa 6% Neuverschuldung bezogen auf die Wirtschaftsleistung des gesamten Landes. Die Maastricht-Obergrenze ist bekanntlich 3%, 100% Zielverfehlung, das sind historische Dimensionen. Absolut liegt die Corona-Neuverschuldung sogar beim Vierfachen des bisherigen Negativrekords von 2010. Niemals zuvor wurde auf eine Krise mit einem verordneten Stillstand des ganzen Landes reagiert, wenn man von vier autofreien Sonntagen im Zuge des Ölpreisschocks 1973 mal absieht. Dass das nicht verhältnismäßig ist, sieht man auch daran, dass nur wenige Bürger persönlich einen kausal sicher an Corona Verstorbenen kennen. Aber fast jeder kennt inzwischen betroffene Gastronomen, Hoteliers, Einzelhändler und Selbstständige fast aller Branchen. Immer mehr kennen Kurzarbeiter in der Auto- und Maschinenbauindustrie. Jeden Tag hören wir neue Horrormeldungen. Im laufenden Jahr ist die Zahl der Arbeitslosen um 500.000 Menschen angestiegen. Zusammen mit den zugehörigen Familienangehörigen sind das millionenfache Schicksale. Und wir haben noch gar nichts gesehen. 2021 wird das Jahr der massiven Auswirkungen des Lockdowns. Zehntausende Insolvenzen werden kommen. Die massenhafte Kurzarbeit wird in millionenfacher Arbeitslosigkeit münden. Bei Familienbetrieben und Mittelständlern wird derzeit vielfach die Lebensleistung von Generationen vernichtet, wegen der völlig unverhältnismäßigen Reaktion der Regierung auf eine Infektionskrankheit, die der PCR-Test übrigens nach wie vor nicht nachweisen kann. Und all das wegen einer Viruskrankheit mit nur minimal messbarer Übersterblichkeit. Die Schicksalsfrage für Millionen Betroffene lautet daher, wie lange noch? Wir haben diese Frage bei den Haushaltsberatungen eigentlich fast allen Ministern gestellt und Antworten bekommen von Januar, vielleicht Februar, Juni, könnte aber auch 2022 werden. Das Land kann aber erst dann wieder zur Normalität zurückkehren, wenn endlich der Lockdown beendet wird, wenn endlich wieder Planbarkeit herrscht.
Die Menschen sind ebenso wie die Unternehmen völlig verunsichert und oftmals geradezu depressiv. Von gesundheitlichen und gesellschaftlichen Kollateralschäden ganz abgesehen, die die Regierung ja nebenbei ganz nebenbei auch noch produziert. Sogar die Bild-Zeitung schreibt inzwischen, dass mehr Menschen wegen der unwissenschaftlich, ohne objektive Kriterien und ohne echten Wirkungsnachweis verfügten Maßnahmen sterben als am Virus selbst. Bei Hunderttausenden verschobenen Operationen und unterlassenen Krebs- und Herzvorsorgeuntersuchungen ist das ja auch völlig klar. An dieser Stelle hier sagte ich bereits im März, psychischer Stress durch Freiheitsbeschränkungen und Existenzängste sowie Arbeitslosigkeit aufgrund von Firmeninsolvenzen, die staatliche Stützungszahlungen bei einem längeren Lockdown letztlich nicht verhindern können, werden nach einiger Zeit zu verringerter Lebensdauer der Menschen führen. Was also tun? Die Regierung kommt ohne Gesichtsverlust nicht mehr raus aus der selbstgestellten Falle ihrer Lockdown-Politik. Man setzt nun auf ein schnelles Ende der Krise durch die Impfung. Das aber ist unverantwortlich. Eine kaum getestete, völlig neue Impfung auf Basis des trotz 30-jähriger Forschung noch nie eingesetzten mRNA-Impfprinzips, ein Prinzip, kann weder 2021 noch 2022 eine ernsthafte Option sein. Der vorliegende Haushaltsentwurf gibt die Corona-Ausgleichszahlungen in derzeitiger Höhe nur etwa bis Sommer 2021 her. Mit Glück kann der Finanzminister die Lockdown-Folgen sogar noch bis zur Bundestagswahl mit Schuldengeld abfedern, Stillhalteprämien sozusagen. Es ist jedoch eine Illusion, dass staatliche Mittel auch nur annähernd ausreichen könnten, die derzeit regulativ gestörte Wertschöpfung des Privatsektors zu ersetzen. Man kann Wertschöpfung nicht durch Geldschöpfung ersetzen, und dennoch versucht die Regierung nun genau das. Nach uns die Sintflut ist ganz klar das Motto in diesem letzten Haushalt der Kabinettsausscheider Merkel und Scholz. Danach wird im Bundesbudget ein riesiges Loch klaffen, denn 2021 werden die Steuereinnahmen niemals wie geplant um 4% wachsen, weil die Umsätze der Realwirtschaft unter Lockdown-Bedingungen sogar fallen werden. Durch die anhaltende CO2- und Corona-Hysterie werden zentrale Wirtschaftsstrukturen irreversibel zerschlagen. Die Verbrennermotorenfertigung bei Daimler und BMW etwa wurde nach einem Jahrhundert der Fertigung in Deutschland mit Millionen Arbeitsplätzen, die davon abhängen, aufgegeben bzw. ins Ausland notverkauft. Natürlich auch wegen der CO2-Religion. Die AfD erkennt den Schuldenbedarf 2021 zu einem kleinen Teil an, verfassungskonform, das heißt ohne illegitime Verlängerung der haushalterischen Notsituation. Die wirklich sinnvollen Ausgaben im Gesundheitswesen und beim Kurzarbeitergeld anerkennt auch die AfD. Vor allem solche für Personal in Intensivstationen, also für Ärzte und Pfleger. Hier liegt derzeit der einzig relevante Engpass. Zahlen Sie also hohe Boni an diese Menschen, Herr Scholz. Bei gleichzeitigem Ende des Lockdowns amortisiert sich dieses Invest tausendfach. Wir haben alle diese Ausgaben, ebenso die zum Schutz der Risikogruppen, seit März immer mitgetragen. Niemand steht hier im Weg. Tun Sie mehr bei diesem einzigen Engpass Intensivstation, der saisonal ab Dezember gar nicht selten ist und wie bei vielen Grippewellen noch bis März weiter bestehen wird. Die Rettung der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft kann nur über das schnelle Ende des Lockdowns kommen, nicht über verfassungswidrige, massenhafte Bürgerrechtseinschränkungen, nicht über unbezahlbare Dauersubventionen, nicht über Corona-Steuererhöhungen, nicht über Massenquarantänen und keinesfalls über unzureichend getestete Impfungen oder gar über eine faktische Impfpflicht, die wir kategorisch ablehnen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dennis Rohde, SPD. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 18.700 Neuinfizierte im Schnitt pro Tag, fast 20.000 Verstorbene in diesem Land, 400 bis 500 kommen momentan fast jeden Tag dazu. Und Herr Böhringer, Sie halten hier so eine Rede. Das, was Sie gemacht haben, war Beihilfe zur Masseninfektion und vollkommen unverantwortlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir leben wahrlich in ungewöhnlichen Zeiten, und ungewöhnlich ist auch der Haushalt, den wir heute diskutieren. 500 Milliarden Euro Ausgaben, 179,8 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme geplant. Ich will aber an dieser Stelle in aller Deutlichkeit sagen, ich halte den Haushalt auch in dieser Größenordnung für angemessen und für richtig.
Denn was steckt hinter diesen abstrakten Zahlen, über die wir diskutieren? Wir haben allein in diesem Haushalt 61 Milliarden Euro für Investitionen vorgesehen. Das ist deutlich mehr, 20 Milliarden Euro mehr als vor der Krise. Und es bringt zum Ausdruck, was uns wichtig ist. Gegen so eine Krise darf der Staat nicht ansparen. Er muss bei den Investitionen selbst tätig werden. Und das tun wir mit 61 Milliarden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will aber, weil ich ja weiß, dass das gleich angesprochen werde, würde auch deutlich machen, in Richtung der drei Häuser, die die starken investiven Haushalte haben, in Richtung des Wirtschaftsministeriums, des Verkehrsministeriums, aber auch des Innenministeriums. Wir würden uns freuen, wenn wir diese 61 Milliarden heute nicht nur etatisieren würden, sondern wenn sie am Ende des Jahres 2021 auch abgeflossen sind und einen wirklichen Beitrag zur Belebung der Konjunktur in Deutschland leisten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine zweite große Zahl, die sich im Haushalt findet, 39,5 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen, Brückenhilfen. 39,5 Milliarden Euro, viel Geld. Aber Geld, was dafür da ist, dass Unternehmen, die vor der Krise unternehmerisch erfolgreich waren, die jetzt in der Krise aufgrund dieser Pandemie teils massive Einschränkungen erfahren, dass diese Unternehmen auch nach der Krise wieder erfolgreich sein können und noch einen Schritt weiter gehen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei diesen Unternehmen nicht aufgrund einer Insolvenz in die Arbeitslosigkeit gehen, sondern dass sie eine Beschäftigungsperspektive nach der Krise haben. Ich finde, das sind 39,5 Milliarden Euro, die wir gut anlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage auch, jeder Euro Wirtschaftshilfe, den wir heute leisten, ist Wirtschaftskraft von morgen, sind Steuereinnahmen von morgen. Täten wir nichts, würde es uns am Ende des Tages viel teurer kommen. Ich will aber auch nicht verhehlen, diese Pandemie ist schwer vorauszusagen, schwer zu kalkulieren. Wir wissen nicht, was dieses hartnäckige Virus in den nächsten Wochen noch in unserer Gesellschaft auslösen wird. Und weil wir das nicht wissen, weil wir eben eine Grundlage haben, die schwierig ist, haben wir 35 Milliarden Euro als Vorsorge im Haushalt eingestellt. 35 Milliarden Euro, von denen ich durchaus sagen will, ich bin froh, wenn wir am Ende des Tages gar nicht ran müssen, wenn das Geld nicht abfließt, weil es Ausdruck dafür ist, dass wir besser, schneller und am Ende auch günstiger durch diese Krise gekommen sind. Aber wenn wir das Geld brauchen, dann steht es zur Verfügung und es ist Ausdruck der Handlungsfähigkeit dieses Staates, dass wir auch auf der Zielgeraden dieser Pandemie niemanden zurücklassen werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und mir ist auch wichtig zu betonen, diese 35 Milliarden Euro, und das sage ich als Abgeordneter der Koalitionsfraktion, sind kein Blankoscheck für die Regierung. 35 Milliarden Euro ist viel Geld, und deshalb haben wir bewusst auch als Haushälter gesagt, 20 Milliarden von denen sperren wir. Da kommt man sowieso erst ran, wenn wir als Haushaltsausschuss dem zustimmen. Aber auch bei dem übrigen Geld, alles das, was Großinvestitionen sind, was über 100 Millionen Euro hinausgeht, darf nur mit Zustimmung des Haushaltsausschusses stattfinden. Wir müssen das Heft des Handelns auch in dieser Krise in der Hand behalten. Und das war uns auch wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will deutlich machen, in diesem Haushalt wird auch beantwortet die Frage, in welchem Land wachen wir eigentlich auf, wenn diese Krise einmal bewältigt ist. Wir haben in den letzten 7 Jahren als Koalition, als Große Koalition, viel Arbeit darauf gelegt, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in vielfältiger Hinsicht zu verbessern. Die soziale Sicherheit, zum Beispiel mit Blick auf diejenigen, die erwerbsunfähig geworden sind, die aufgrund von Krankheit nicht mehr in der Lage waren zu arbeiten, denen haben wir die Hilfen des Staates verbessert. In der inneren Sicherheit, indem wir auch als Antwort auf die Terrorwelle des letzten Jahrzehnts bei der Bundespolizei, beim Bundeskriminalamt, ja auch beim Zoll materiell und personell aufgestockt haben. Und auch in der äußeren Sicherheit, indem wir insbesondere bei der persönlichen Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten in den letzten Jahren nachgelegt haben. Und ich erlebe ja die Debatte, dass der eine oder andere unter dem Deckmantel dieser Krise jetzt rangehen will und diese Sicherheiten der Bürgerinnen und Bürger wieder abbauen will. Und auch denen gibt dieser Haushalt eine klare Antwort. Das ist kein Deckmantel für Staatsabbau. Wir halten an dem fest, was wir auf den Weg gebracht haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, abschließend. Dieser Haushalt ist ein Zeichen an alle Bürgerinnen und Bürger, die auf die Handlungsfähigkeit und auf die Solidarität dieses Staates in der Krise vertrauen. Es ist ein Zeichen, dass wir in dieser Pandemie niemanden zurücklassen wollen und dass wir gemeinsam auch die letzten Meter, bis wir hoffentlich
über einen Impfstoff zur Herdenimmunität kommen, gemeinsam gehen werden. Dieser Haushalt ist ein Ausdruck für die Handlungsfähigkeit und für die Solidarität unseres Staates. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Christian Dürr, FDP. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Schulden sind ein süßes Gift. Sie sind in zweifacher Hinsicht ein süßes Gift. Erstens, weil Schulden immer dazu führen, dass man der Versuchung erliegt, alle Probleme mit Geld zu lösen und Geld zu erschlagen. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Und zum Zweiten, es ist deswegen ein süßes Gift, weil man ja nicht selber was tun muss, sondern weil es die kommenden Generationen tun müssen. Und deswegen ist es auch nicht akzeptabel. Ich bin, liebe Kollegen, nicht überrascht, dass meine Fraktion mir hier Applaus spendet. Das hat sie schon am 29. September bei der ersten Beratung dieses Haushaltes getan. Ich bin überrascht, dass die Kolleginnen und Kollegen der Union keinen Beifall spenden, denn das waren eins zu eins die Worte des Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Ralf Brinkhaus bei der Einbringung dieses Bundeshaushaltes, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ausweislich des aktuellen ARD-Deutschland-Trends machen sich zwei Drittel der Menschen in Deutschland große Sorgen über die Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Sie stimmen in dieser Woche einem Bundeshaushalt zu, der dazu führt, dass der Bund in diesem und im kommenden Jahr die Rekordsumme von 1 Billion Euro ausgibt und eine Rekordverschuldung von zusätzlichen 400 Milliarden Euro aufnimmt, meine Damen und Herren. Sie beklagen das süße Gift der Verschuldung. Dabei, liebe Kollegen, war dieses süße Gift in den vergangenen Wochen doch in Wahrheit Ihr Grundnahrungsmittel. Da fallen Wort und Handeln komplett auseinander. Und das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition. Und Sie sagen, das Geld werde für die Unternehmenshilfen gebraucht. Das stimmt aber nicht. Die Wahrheit ist, ein Großteil der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sagt, das Geld kommt überhaupt gar nicht an. Und was wir jetzt hören, ist Folgendes. Die Software zur Auszahlung der Hilfen wird wahrscheinlich überhaupt erst im Frühjahr des kommenden Jahres fertig programmiert sein, meine Damen und Herren. Ganz zu schweigen von der Bearbeitung der Anträge. Viele Familienbetriebe fühlen sich wie damals in der DDR. Im Schaufenster ist die große Auslage in Milliardenhöhe von Olaf Scholz bereitgestellt. Und man betritt den Laden und dann heißt es, Lieferzeit 2 Jahre, meine Damen und Herren. Und ich will das klar sagen in Richtung der Union. Das können Sie nicht allein dem Bundesfinanzminister in die Schuhe schieben. Zuständig ist der Bundeswirtschaftsminister der CDU, Peter Altmaier. Nichts klappt bei den Unternehmerhilfen zurzeit. Und daran müssen Sie arbeiten. Und Sie sagen, das Geld sei für die Bekämpfung der Pandemie. Sie schaffen mit diesem Bundeshaushalt in der Ministerialverwaltung in Deutschland tausende zusätzliche Stellen. Aber dort, wo jetzt ganz konkret zur Bekämpfung der Corona-Pandemie neue Stellen benötigt werden, nämlich beim Robert-Koch-Institut, da verweigert die Bundesregierung diesem Robert-Koch-Institut, was uns bisher ja auch durch das, was es tut, was uns an Objektivität hilft an der Stelle, durch diese Krise gut bringt. Sie verweigern dort neue Stellen. Meine Fraktion hat das im März beantragt bereits. Wir haben es im November erneut beantragt. Nichts tun die an der Stelle, da wo es jetzt dringend nötig ist, diese katastrophale Pandemie zu bekämpfen. Da fordere ich Sie auch, Frau Bundeskanzlerin, rufen Sie Ihr Kabinett zur Raison. Da müssen Sie jetzt etwas tun, um die Pandemie zu bekämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sagen, das Geld brauche man für Zukunftsinvestitionen. Die Wahrheit ist, ich will das hier wiederholen, beim Digitalpakt für Schulen, also da, wo jetzt Zukunftsinvestitionen nötig sind, da kommt das Geld erneut nicht an. Weniger als 1% vom Digitalpakt sind überhaupt erst abgeflossen. Das ist das Gegenteil, liebe Kollegen der SPD, von Bildungsgerechtigkeit und von sozialer Gerechtigkeit, um das klar zu sagen. Und dort, wo jetzt
dringend Entlastung geboten wäre, da verweigern Sie sie, zum Beispiel bei der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlages, der im kommenden Jahr doch in Wahrheit eine Steuer für mittelständische Betriebe sein wird. Diese Schulden sind die Steuererhöhung von morgen. In Rede, und das sagt ja Herr Scholz schon ganz offen, also der Finanzminister einer unionsgeführten Bundesregierung, Herr Brinkhaus, in Rede ist doch bereits ein Corona-Soli. Oder gestern Abend die Einführung einer Vermögenssteuer in Deutschland, also einer Betriebssteuer für die Unternehmen, die es jetzt besonders schwer haben, damit man ihnen in der Krise noch mal in die Knie tritt. Sie wollen also, dass die Unternehmen, die die Hilfen jetzt nicht bekommen, sie ab Oktober in Form von neuen Steuern oder Steuererhöhungen zurückzahlen. Meine Damen und Herren, das ist weder ökonomisch klug, noch ist es gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss will ich sagen, wir zeigen Ihnen, dass es anders geht. Über 500 Änderungsanträge hat meine Fraktion zu diesem Bundeshaushalt gestellt. Wir kommen mit unseren Änderungsvorschlägen mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden aus. Und stattdessen geben wir das vorhandene Geld für die Entlastung von Unternehmen und privaten Haushalten, die Abschaffung des Solis, die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, eine steuerliche echte Verlustverrechnung. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Stattdessen ist dieser Haushalt, ich darf zitieren, ein doppelter Verfassungsbruch. Sie erhalten eine Rücklage von fast 50 Milliarden Euro zurück und verweigern die verfassungsmäßig gebotene Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das ist kein Bundeshaushalt, Herr Finanzminister, Frau Bundeskanzlerin. Das ist eine Farce. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Eckhard Rehberg, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Dürr, wenn ich Ihnen einen guten Ratschlag geben darf, man sollte Vergleiche zur ehemaligen DDR nur dann ziehen, wenn man die auch live erlebt hat. Den guten Ratschlag gebe ich Ihnen an der einen Stelle. Und das Zweite, ich wusste noch gar nicht, dass Sie Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe sind, weil Sie hier von Verfassungsbruch reden. Also ich glaube, auch da sollten wir den Stil wahren. Verfassungsbruch ist es dann, wenn Karlsruhe das so entschieden hat und nicht, wenn das hier jemand wie Sie, Herr Dürr, im Deutschen Bundestag postulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wenn ich beide Haushalte zusammennehme, über 1.000 Milliarden, 1 Billion Euro in diesem, im kommenden Jahr, davon 400 Milliarden Euro an Schulden. Aber wenn ich mir die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 betrachte, dann glaube ich, ist das neben der Bewältigung der Folgen des Zweiten Weltkrieges die größte Herausforderung, die wir im vereinten Deutschland erlebt haben. Und ich glaube, dass man das auch nicht mit der Finanzkrise vergleichen kann, komme noch darauf zurück, und auch nicht mit der deutschen Einheit. Warum? Weil ich glaube, so tiefgreifend, und vielleicht, Herr Kollege Böhringer, was Sie ja alles erzählt haben, haben auch wir uns nach dem relativ guten Verlauf des Sommers zu sehr in Sicherheit gewogen. Als die infizierten Zahlen runtergingen, viele Betten nicht belegt waren an der Stelle und wo dann doch explosionsartig förmlich ab Ende September im Oktober die Zahlen wieder angestiegen sind. Und ich sage Ihnen hier, ich habe das vor Wochen gesagt, ich möchte in Deutschland keine Bilder haben wie in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Italien im Frühjahr diesen Jahres, wo mit Militärlastwagen die Särge aus Krankenhäusern herausgefahren werden mussten. Dies, glaube ich, wollten und sollten wir in Deutschland nicht erleben wollen. Und deswegen ist es gut und richtig, in Gesundheitsschutz zu investieren, Vorsorge zu treffen, Überbrückungshilfen in einer nie gekannten Größenordnung zu realisieren, Arbeitsplätze zu halten, aber auch in Zukunft zu investieren. Stichworte wie Digitalisierung, Klimaschutz, Forschung und Entwicklung, Investitionen in Infrastruktur und, vergessen wir bitte nicht den Punkt, der Bund hat noch nie so viel für Länder und Kommunen geleistet wie in diesem und auch im kommenden Jahr. Und das zeigt sich auch daran, und diese Debatte, ich bin da Ralf Brinkhaus ausdrücklich dankbar,
Ich finde, diese Krise ist eine gesamtstaatliche Verantwortung, die Bewältigung dieser Krise. Und es kann nicht so sein, dass wir beim Bund Kreditfinanzierungsquoten in diesem und im kommenden Jahr von rund 40% haben und bei den Ländern das deutlich im einstelligen Bereich ist. Oder die Steuereinnahmen werden bei den Ländern und Kommunen im kommenden Jahr schon fast so hoch sein wie im letzten Jahr. Und wenn ich mir die bereinigten Einnahmen anschaue, Zahlen des Statistischen Bundesamts, dann haben die Länder in diesem Jahr höhere Einnahmen als im letzten Jahr. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist es nicht angemessen aus meiner Sicht, wenn zwischen der Ministerpräsidentenkonferenz bei der Bundeskanzlerin über das Thema Wechselunterricht debattiert wird, wenn dann sofort von den Ländern kommt, ja Bund, wenn du sowas in den Raum wirfst, dann bezahle bitte die Ausfälle im ÖPNV. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, so kann man nicht miteinander umgehen. Der Bund trägt eindeutig die größte Last bei der Bewältigung dieser Pandemie. Und deswegen sind auch Länder und Kommunen gefordert, ihren Beitrag und ihren Anteil zu leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Dürr, im Regierungsentwurf, ja, da war es so, dass nur 2 Milliarden Euro für Überbrückungshilfen der Wirtschaft und 5 Milliarden Pandemievorsorge drin waren. Und dann in der Bereinigungsvorlage hat die Bundesregierung nachgelegt. Da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich mir Ende September auch als Haushälter etwas anderes gewünscht an der Stelle. Und dann kam eben in der Bereinigungsvorlage knapp 40 Milliarden Überbrückungshilfen dazu, 12 Milliarden für den Gesundheitsschutz, 6 Milliarden mussten bei der Deutschen Bahn verschoben werden, weil dieses Jahr nichts umgesetzt werden konnte. Und wir haben dann, Dennis Roth ist darauf eingegangen, sehr verantwortungsvoll in der Bereinigungssitzung, noch mal 20 Milliarden bei der Vorsorge um draufgepackt. Und übrigens, dieser gesamte Titel von 35 Milliarden bedarf bei einer Ausgabe von 100 Millionen Euro, über 100 Millionen Euro der Einwilligung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, und 20 Milliarden sind gesperrt. Und deswegen unterstütze ich Dennis Rohde hier in seiner Aussage, hier kann die Bundesregierung nicht nach Belieben verfahren, sondern sie muss die Zustimmung des Parlaments einholen. Und lieber Otto Fricke, zwischen Zustimmung und Einwilligung, da muss mir mal einer semantisch den Unterschied erklären. Für mich ist das das Gleiche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns aber auch anschauen, was wir in diesem Jahr und im kommenden Jahr an Schulden aufnehmen, dann sei mir schon der Hinweis gestattet, dass wir in diesem Jahr natürlich noch relativ glimpflich mit der Tilgung der Schulden davonkommen. Sieht im nächsten Jahr im Soll deutlich anders aus. 164 Milliarden müssen getilgt werden ab dem Jahr 2026. Und deswegen, glaube ich, haben wir schon eine Verantwortung, nicht nur das Hier und Heute zu betrachten, sondern auch das Morgen und das Übermorgen. Und mir sei der Hinweis gestattet, wenn es bei den geplanten Schulden bleibt, dann sind wir ab 2026 bei einer Tilgungsrate von knapp 16 Milliarden Euro. Das wird sicher nicht so kommen im nächsten, aber gleichwohl. Wir sollten hier, Herr Bundesfinanzminister, nicht den Eindruck erwecken, dass der Staat alles wird leisten können. Das, was wir heute tun, und ich stehe ohne Wenn und Aber zur Schuldenbremse. Was wäre, wenn wir die Schuldenbremse nicht hätten? Was wäre, wenn wir nicht tilgen müssten? Ich glaube, der eine oder die andere würden in ganz anderen Dimensionen hier debattieren. Deswegen ist die Schuldenbremse aus unserer Sicht, aus Unionssicht, gut und richtig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich das anschauen, was wir als Haushälter in der Bereinigungssitzung umgesetzt haben, dann lege ich Wert darauf, dass alles, was wir im Bahnsatz 2021 in den Haushalt eingebracht haben, auch gegenfinanziert ist. Und wir haben uns ein großes Paket für Bildung und Forschung gepackt, neue Fraunhofer-Institute. Wir haben ein Netzwerk der Universitätsmedizin unter Leitung der Charité deutlich ausgebaut, ein Programm aufgelegt für die Entwicklung von Therapeutika gegen Covid-19 und, ich kann das nur kursorisch machen, noch mal 150 Millionen bereitgestellt im Einzelplan 30 für die Sicherung von Aus- und Weiterbildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich jetzt andere anschaut, die Linken werden natürlich wieder damit kommen, der ganze Haushalt sei unsozial. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 52%,
fast 52% gehen in den Sozialbereich. Und mit der Festlegung, und die halte ich für richtig, dass die Sozialbeiträge stabil bei 40% bleiben sollen, ist das und wird das für die kommenden Jahre eine große Herausforderung sein. Und Herr Kollege Dürr, Steuerentlastung, ja klar, wir entlasten. Ab 1. Januar kommenden Jahres gesamtstaatlich 17 Milliarden, 10 Milliarden Abschaffung des Solis für über 90% der Bürgerinnen und Bürger und 7 Milliarden, Stichwort Kindergeld, Grundfreibetrag und so weiter. Das sind alleine in dem Bereich für den Bund Steuermindereinnahmen von 13 Milliarden. Und das heißt, wir halten und haben an dieser Stelle Wort gehalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss, Haushälter machen bestimmte Dinge in der Bereinigungssitzung, die diesmal 17 Stunden und 37 Minuten gedauert hat. Ich bin schon ein bisschen stolz, dass es Dennis Rohde und mir gemeinsam gelungen ist, einen Maßgabebeschluss zum Thema Ausgabereste durchzubringen. Das wird nicht jeden in der Bundesregierung freuen, Dennis, darüber sind wir uns beide im Klaren gewesen. Aber dem Aufwuchs der Ausgabereste endlich mal einen Riegel vorzuschieben, war mir persönlich und ich glaube auch dir letztendlich, Dennis, ein ganz wichtiges Anliegen. Es kann nicht sein, dass wir im Januar diesen Jahres bei über 22 Milliarden Ausgabereste landen. Und deswegen der Appell, Dennis, an die unionsgeführten Häuser ist gut und richtig. Aber wenn ich mal schaue, was alleine bei der Familienministerin so in den Sondervermögen rumliegt, wo das auch nicht viel besser aussieht mit der Umsetzung, dann glaube ich, haben die unionsgeführten Häuser und die SPD-geführten Häuser in gleicher Art und Weise unsere Kritik an dieser Stelle verdient. Und wenn der Maßgabebeschluss zu den Resten dazu beiträgt, dass Geld schneller abfließt und besser umgesetzt wird, glaube ich, dann haben wir gutes Werk getan. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Gesine Lötz, die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die soziale Spaltung ist während der Pandemie in unserer Gesellschaft schärfer und tiefer geworden. Darum wäre es Aufgabe der Regierungsfraktionen gewesen, aufgerissene Gräben zuzuschütten. Doch das haben sie nicht getan. Sie retten stattdessen Konzerne wie die Lufthansa und speisen Arbeitslose mit Almosen ab. Das ist ungerecht. Dem stellen wir uns entgegen, meine Damen und Herren. Wir messen den Haushalt an drei Fragen. Erstens, ist der Haushalt sozial? Zweitens, ist der Haushalt auf Frieden ausgerichtet? Und drittens, ist er umweltverträglich? Alle drei Fragen müssen wir mit Nein beantworten. Zur ersten Frage. Die Bundesregierung und Kollege Rehberg ist ja auch schon gerade darauf eingegangen, sagt, sie sei sozial, weil der Haushalt für Arbeit und Soziales der größte Einzelhaushalt ist. Aber dabei verschweigen sie ihre unsoziale Steuerpolitik. Was tun Sie? Sie entlasten die Vermögenden und belasten immer mehr die Mittel- und die Unterschicht. Und das ist nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Darum fordern wir als Linke eine Vermögensabgabe, und zwar für die reichsten 0,7% der Bevölkerung. Ich wiederhole, für die reichsten 0,7% der Bevölkerung. Erst gestern informierte die Tagesschau über eine Milliardärstudie. Und auch in Deutschland ist der Club der Superreichen während der Krise größer geworden und das Gesamtvermögen dieses Clubs enorm gewachsen. Die Summe, über die 119 Milliardäre verfügen, ist deutlich höher als der gesamte Bundeshaushalt. Das kann doch nicht in Ordnung sein, und darum fordern wir diese Vermögensabgabe. Wir brauchen sie unbedingt, um unser Land sicher und sozial zu gestalten, meine Damen und Herren. Und darum lassen wir Ihnen auch nicht durchgehen, dass Sie sich durch die zentrale Frage dieser Debatte, wer nämlich die Rechnung bezahlen, vorbeimogeln. Sie wollen nach der Bundestagswahl wieder die Schuldenbremse einführen. Meine Damen und Herren, die Schuldenbremse ist unsinnig, sie ist ökonomischer Selbstmord, sie ist ein Zukunftskiller, sie gehört endlich abgeschafft. Der Tilgungsplan der Bundesregierung würde den Haushalt ab
2026 jährlich mit ca. 15 Milliarden Euro belasten. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist genauso viel, wie für Familie, Senioren, Frauen, Jugend und Umwelt zusammen zur Verfügung steht. Das wollen Sie streichen. Das müssen Sie Ihren Wählerinnen und Wählern ehrlich sagen. Oder Sie sagen, ja, Vermögensabgabe, das ist die richtige Lösung, meine Damen und Herren. Würden Sie dagegen unserem Tilgungsplan folgen, unserem Vorschlag, gäbe es ab 2026 lediglich 5,5 Milliarden Euro pro Jahr abzuzahlen. Und da sagen wir Ihnen ganz deutlich, da streichen wir einfach mal 10% bei der Rüstung und schon hätten wir das. Das wäre sozial verträglich und es wäre auch friedlich, meine Damen und Herren. Das führt mich direkt zur zweiten Frage. Ist der Haushalt ein Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt? Auch diese Frage muss man eindeutig mit Nein beantworten. Die Bundeswehr wird nach NATO-Kriterien 53 Milliarden Euro für 2021 bekommen. Ich finde, das ist nicht nur Geldverschwendung, sondern es ist auch ein Beitrag zur Destabilisierung von Europa und der Welt. Und dem müssen wir ein Ende machen, meine Damen und Herren. Die Rüstungsausgaben sind in den letzten Jahren explodiert. Darüber haben sich Rüstungskonzerne und Beraterfirmen gefreut. Doch die Bundeswehr selbst ist in einem desolaten Zustand. Eine aktuelle Studie zeigt, die Rüstungsbranche hat ein Boomjahr hinter sich. Es profitieren vor allem Firmen aus den USA und auch Europa. Und zum Beispiel ist mit Airbus auch eine Firma mit deutscher Beteiligung dabei. Und wir sagen Ihnen ganz deutlich, statt das Geld in Aufrüstung zu investieren, sollten wir in Bildung, Wohnen, Gesundheit und Klimaschutz investieren. Das wäre der richtige Weg, meine Damen und Herren. Es wird ja jetzt auch immer so viel über die Zukunft gesprochen. Das ist richtig. Und es wird über die Schulden gesprochen, die wir unseren Kindern, Enkelkindern, Urenkeln, wie auch immer, hinterlassen. Aber ich glaube, die größere Schande wäre, wenn wir unseren Kindern und Enkeln eine desolate Infrastruktur hinterlassen würden, wenn wir nicht in unser Gesundheitssystem, nicht in den Klimaschutz investieren würden. Das ist das Gebot der Stunde, meine Damen und Herren. Dritte Frage und abschließend: Ist der Haushalt klimafreundlich? Nein, es gibt immer noch massenhaft umweltschädliche Subventionen. Und darum unser Vorschlag, statt 2% des Bruttoinlandsproduktes für Ausrüstung ausgeben zu wollen, sollten wir mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes für Klimaschutz, Umwelt und Nachhaltigkeit ausgeben. Das wäre für uns alle gut, das würde die Menschheit retten und das würde uns eine gute Zukunft geben. Herzlichen Dank. Sven Kindler, Bündnis 90 Die Grünen, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wenn wir diesen Haushalt in vielen Punkten kritisieren und ihn am Freitag bei der namentlichen Abstimmung ablehnen werden, für uns ist klar, dass der Bundeshaushalt in dieser schweren Krise, in dieser schweren Pandemie, die so existenziell ist für unser Gesundheitssystem, für die Wirtschaft, für die Beschäftigten, für die Bevölkerung, dass in dieser schweren Krise jetzt der Bundeshaushalt nächstes Jahr knapp 180 Milliarden Kredite aufnehmen kann, das ist verständlich und das ist richtig. Wir kritisieren gleichzeitig die viel zu kurzen Tilgungsfristen. Deswegen werden wir uns heute bei der namentlichen Abstimmung enthalten. Aber wir sagen ganz klar, man darf in eine Krise nicht noch hineinsparen. Am Ende würde alles viel, viel teurer werden. Der Staat kann sich finanziell die Bekämpfung der Pandemie leisten und er muss es sich leisten. Daran darf es keinen Zweifel geben. Umso verstörender finde ich deswegen die Debatten innerhalb der Union in den letzten Tagen und auch von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, die jetzt daran konkret Zweifel sehen und eine Debatte zur Unzeit anfangen über angebliche finanzielle Grenzen des Staates bei der Pandemiebekämpfung. Und das losgelöst von der Sachlage. Wir haben gerade negative Zinsen. Wir haben eine international extrem geringe Schuldenquote im Vergleich zu anderen Industrieländern. Und wer jetzt bei CDU und CSU sagt, wir können uns die notwendigen Hilfen als Folge der Pandemiebekämpfung nicht mehr leisten, der erzeugt Unsicherheit, der zerstört Vertrauen und damit sinkt auch die notwendige Akzeptanz der notwendigen Einschränkungen. Ich halte diese Debatte in der Union für brandgefährlich. Aber klar ist auch, natürlich müssen sich auch die Bundesländer
an der Finanzierung der Corona-Hilfen stärker Beteiligung. Das ist für uns klar. Und wir sagen auch, wir wollen natürlich die Unternehmenshilfen zielgerichtet haben. Wir wollen Unternehmenshilfen gerecht, und sie müssen bei denen ankommen, die sie wirklich brauchen. Deswegen halten wir eine Weiterentwicklung für sinnvoll, die sich an der vollständigen Übernahme der Betriebskosten orientiert und die auch die Einrichtung eines Unternehmerlohns endlich vorsieht. Der Unternehmerlohn, der wird seit Monaten gefordert, seit Monaten hier diskutiert. Er muss jetzt endlich auch kommen. Und es fehlt auch in diesem Haushalt ein befristeter Krisenaufschlag für ALG-II-Empfängerinnen, für Erwachsene und für Kinder. Das haben wir konkret im Haushaltsausschuss beantragt. Konkret haben es Union und SPD abgelehnt. Ich halte diese Entscheidung für falsch. Ich halte sie für unsozial und kaltherzig. Diese Koalition lässt gerade die Ärmsten der Armen in dieser Krise im Stich. Und deswegen hat dieser Haushalt leider eine soziale Schieflage. Doch wie geht es weiter nach Corona? Diese entscheidenden Fragen müssen wir jetzt auch diskutieren. Dazu gibt es wenig Antworten im Finanzplan. Olaf Scholz, Sie wollen als Finanzminister 2022 unbedingt zur unveränderten Schuldenbremse zurück. Und das hat Konsequenzen für die Finanzplanung. Sie haben jetzt eine Lücke momentan von fast 60 Milliarden Euro von 2022 bis 2024 durch sogenannte globale Minderausgaben. Das kann einen gefährlichen Spardruck nach Corona auslösen, den wir unbedingt verhindern müssen. Deswegen sagen wir sehr deutlich, wir brauchen jetzt politisch verbindliche Garantien in Deutschland, aber auch in Europa, dass man nach der Krise nicht auf einen harten Sparkurs einfährt. Man muss dafür sorgen, dass nach Corona nicht der Rotschiff angesetzt wird. Das wäre Gift für die wirtschaftliche Erholung, und das wäre auch Gift für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und deswegen schlagen wir auch vor, dass es zum Beispiel deutlich längere Tilgungsfristen gibt für die Corona-Kredite. Zum Beispiel haben FDP und CDU in NRW 50 Jahre dafür vorgeschlagen und beschlossen. Wir schlagen auch vor, dass klimaschädliche Subventionen deutlich gestrichen werden, zum Beispiel beim schmutzigen Diesel, bei der Flugindustrie, beim Lkw oder bei der Plastikproduktion. Und wir wollen auch, dass Menschen mit hohen Einkommen, Menschen mit hohen Vermögen sich fair an der Finanzierung unseres Gemeinwesens beteiligen. Denn wir sagen klar, starke Schultern können mehr tragen, und sie sollten das auch tun. Aber wir dürfen neben Corona nicht vergessen, dass parallel auch sehr große weitere Aufgaben anstehen. Der November diesen Jahres war der heißeste November aller Zeiten. Die Polknappen schmelzen dramatisch. Und wenn man sich das anguckt, ja, dann müssen Sie gar nicht lachen. Wenn man die Wissenschaft ernst nehmen würde, dann würde man wissen, dass die Klimakrise sehr real ist und dass wir jetzt handeln müssen. Denn die Klimakrise war während Corona nicht im Lockdown. Was jetzt notwendig ist und was viele Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und die Wirtschaft auch wissen, ist, dass eine große Transformation der Wirtschaft ansteht. Wer hier glaubt, dass ein klimaneutraler Stahl, eine klimaneutrale Chemieindustrie, der ökologische Umbau der Autoindustrie, der massive Ausbau der Schieneninfrastruktur, dass der einfach so aus der Portokasse nebenbei zu finanzieren wäre, der irrt. Das ist doch wahnsinnig. Das wäre weltfremd, wenn wir nicht sagen würden, wir müssen jetzt eine große Investitionsoffensive nach vorne bringen. Das steht jetzt an nach Corona. Nur das sehen wir leider nicht im Haushalt, Herr Scholz. Bei Ihnen werden Investitionen bei 48 Milliarden Euro in der Finanzplanung eingefroren. Und jetzt ist schon klar, das wird vorne und hinten nicht reichen. Deswegen sagen wir klar, wir brauchen einen großen Investitionsfonds über die nächsten 10 Jahre. Bis 2030 wollen wir pro Jahr 50 Milliarden zusätzlich investieren, 500 Milliarden Euro bis 2030. Und in Zeiten von historisch niedrigen Zinsen können wir das auch finanzieren. Wir wollen die Schuldenbremse nicht abschaffen, das ist klar. Wir wollen sie aber weiterentwickeln, wir wollen sie reformieren, sodass zukünftig Nettoinvestitionen konkret über Kredite finanziert werden können. Denn aktuell verdient der Staat gerade Geld mit der Ausgabe neuer Kredite. Und in so einer Situation, wo wir einen riesigen Investitionsstau haben, der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft ansteht, wo wir bei der Digitalisierung massiv hinterherhinken, da zu sagen, wir machen diese Investitionen nicht, weil wir keine Kredite dafür aufnehmen würden, das wäre weltfremd, das wäre eine schwere Fehlentscheidung. Und wir sollten jetzt konkret die Chancen, die es gibt, auch nutzen für die Transformation. Wir haben einen Trend in der Weltwirtschaft, in den entwickelten Industrieländern seit den 80er Jahren, dass real die Zinsen sinken. Und sie werden auch weiterhin mittelfristig so gering bleiben. Dafür gibt es viele ökonomische Gründe.
und gleichzeitig eskaliert die Klimakrise immer weiter. Und wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt konkret etwas tun, um das zu stoppen. Und deswegen sagen wir klar, unsere Kinder und Enkel haben nichts davon, wenn Union und SPD sich einer Reform der Schuldenbremse verweigern, wenn gleichzeitig die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten weiter zerstört werden. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Welt, in der wir leben, besteht nicht nur aus Erzählungen. Sie besteht nicht nur darin, dass irgendjemand eine Geschichte komplett erzählt und sagt, das könnte eine Möglichkeit sein. Sie besteht auch darin, dass wir jeden Tag überprüfen können, ob das eigentlich stimmt, was so erzählt wird. Und deshalb will ich ausdrücklich im Hinblick auf die AfD sagen, es ist so, dass das, was Sie hier heute gesagt haben, jeden Tag in den Krankenhäusern dieser Republik widerlegt wird, jeden Tag auf den Intensivstationen widerlegt wird. Es ist eine große Katastrophe, was Sie hier tun, weil Sie den Bürgern und Bürgern dieses Landes etwas Falsches erzählen. Und weil das so ist, stimmt auch nicht, dass wir nichts tun müssten, sondern tatsächlich ist es so, dass wir eine große Herausforderung zu bewältigen haben, die darin besteht, dass wir jeden Tag die Gesundheitskrise bekämpfen müssen. Wir müssen die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger beschützen. Da haben wir eine Verantwortung als Deutscher Bundestag, als Bundesregierung, als 16 Landesregierung, als 16 Landesparlamente, als über 200 Landräte, als diejenigen 11.700 Gemeinden in diesem Lande. Und alle zusammenarbeiten jeden Tag daran, das möglich zu machen. Und das ist auch richtig. Und weil dies auch richtig ist, ist es auch notwendig, dass wir die gesundheitliche Krise bekämpfen und die wirtschaftliche und soziale Konsequenz auch, die damit verbunden ist. Und da, glaube ich, kann man hier eine Sache ganz eindeutig sagen. Deutschland hat mit den Programmen, die wir auf den Weg gebracht haben in diesem Jahr, dazu beigetragen, dass wir mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise viel besser fertig geworden sind, als viele, viele vorhergesagt haben. Wenn Sie sich die ökonomischen Daten anschauen, die wir heute feststellen können, dann sind es viel, viel bessere als in allen Prognosen vorher. Die wirtschaftliche Entwicklung ist besser. In vielen Bereichen sind wir sogar auf das Vorkrisenniveau vorangeschritten. Wir haben trotz des gegenwärtigen partiellen Lockdowns eine Situation, in der es tatsächlich so ist, dass Branchen und Unternehmen wieder zurechtgekommen sind. Die Beschäftigung hat sich besser entwickelt, als das alle vorhergesehen haben. Und die Vorhersagen für die künftige Zeit sind genauso. Deutschland hat mit seiner massiven fiskalischen Antwort dazu beigetragen, dass wir durch diese Krise auch ökonomisch und sozial kommen. Und wir werden für diese Reaktion auch international gelobt. Wenn man sich anschaut, was der Internationale Währungsfonds dazu sagt, was die OECD dazu sagt, was die Europäische Union dazu sagt, was die Europäische Zentralbank dazu sagt, und wenn man sich anschaut, was die große Mehrheit der Ökonomen und Ökonomen in diesem Land und international zur Krisenbekämpfungspolitik der Bundesrepublik Deutschland lautet, sagt, dann sagen Sie, das ist der Goldstandard. So muss man das machen, wenn man eine so große Krise bekämpfen will. Und wir haben diesen Weg eingeschlagen und werden ihn auch fortführen. Mit diesem Haushalt nehmen wir sehr viele Schulden auf. Das ist so. Und ich will als Bundesminister der Finanzen sagen, das finde ich trotz der Richtigkeit dieser Entscheidung zu keiner Minute etwas, das einem leicht fallen kann. Man muss sich das auch dann, wenn man so viel Geld mobilisiert, sehr genau überlegen. Und ich bin deshalb
nicht nur den Kolleginnen und Kollegen in der Bundesregierung, sondern auch dem Bundestag und dem Haushaltsausschuss sehr dankbar, dass wir gemeinsam nicht nur viel Geld mobilisieren, sondern gleichzeitig auch nicht alles finanzieren, was irgendjemand bei dieser Gelegenheit sich so ausgedacht hat. Denn gerade wenn man in der Lage ist, viel Geld einzusetzen, weil das notwendig ist zur Krisenbekämpfung, muss man genau hinschauen, was man im Einzelnen tut. Und das ist auch gemacht worden. Deshalb danke an den Haushaltsausschuss, danke an den Bundestag mit den Beschlüssen, die wir uns hier vorgenommen haben. Ich glaube, es ist so, dass wir vor der Krise eine solide Haushaltspolitik gemacht haben, die dazu geführt haben, dass wir Ende des letzten Jahres alle Stabilitätskriterien Europas eingehalten haben und dass wir auch jetzt eine solide Haushaltspolitik machen, weil wir viel Geld einsetzen, aber wohl überlegt und für einen guten Zweck, nämlich wie wir durch die Krise kommen. Ganz klar ist, dass wir uns natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen müssen, was kommt danach. Und deshalb nur, damit es noch mal gesagt ist, die Bundesregierung wird sich im März diesen Jahres über Eckwerte für den Bundeshaushalt verständigen. Es wird einen Haushaltsentwurf der Bundesregierung geben für das Jahr 2022. Und auch die Finanzplanung für die gesamte nächste Legislaturperiode wird konzipiert werden müssen. Es wird also kein Drumherumreden geben können über die Frage, wie wir mit den Konsequenzen der Krise, wenn wir sie dann überwunden haben, werden umgehen können. Und deshalb will ich Ihnen meine Sicht der Dinge sagen. Eins ist ganz klar. Wir können und müssen auf alle Fälle darauf setzen, dass unsere Wirtschaft in Deutschland wächst. Das ist das, was uns schon mal gelungen ist nach der letzten Krise. Haben wir es nämlich tatsächlich geschafft, dass die vielen zusätzlichen Schulden sich im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung relativiert haben, weil wir es hinbekommen haben, dass Deutschlands Wirtschaft gewachsen ist. Und wir hatten deshalb nur 60% Staatsverschuldung am Ende des letzten Jahres. Aber damals, nach der Krise, waren das über 80% Staatsverschuldung. Jetzt werden es knapp über 70% sein. Und deshalb ist es sehr plausibel, dass wir das schaffen können, insbesondere wenn wir zweitens auf die richtigen Zukunftsfragen setzen. Und deshalb will ich ausdrücklich auch an dieser Stelle sagen, was wir brauchen für die Zukunft, sind Investitionen in die richtige Entwicklung. Wir müssen dafür sorgen, dass das hinhaut mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien und den Stromnetzen, die dazugehören, damit wir eine CO2-neutrale Wirtschaft haben. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das klappt mit dem industriellen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, damit wir eine CO2-neutrale Wirtschaft haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass es klappt mit technologischem und digitalem Fortschritt, damit in Deutschland in 10, 20 und 30 Jahren noch Unternehmen und Arbeitsplätze existieren, die auf Weltniveau mitspielen. Alles das wird mit diesen Haushalten auch auf den Weg gebracht. Und klar, natürlich wird man sich über die Frage nicht auch unterhalten müssen, wie soll das eigentlich gehen im Hinblick auf die soziale Gerechtigkeit bei der Bewältigung von Krisenlasten. Und da will ich gar keinen Zweifel daran lassen. Aus meiner sicheren Überzeugung ist es so, dass wir natürlich es nicht hinbekommen werden, die Kosten dieser Krise zu bewältigen, wenn man, wie einige es hier vorschlagen, dann Steuersenkung für Milliardäre und Spitzenverdiener und Steuersenkung für sehr, sehr reiche, leistungsfähige Unternehmen vorschlägt. Das ist nicht der Weg, wie man Krisenfolgen bewältigen kann. Und natürlich, auch das will ich gerne sagen, wird es darum gehen, dass wir auch dafür Sorge tragen, dass unser Steuersystem fair und gerecht ist und dass es dazu beiträgt, dass es eine ordentliche Bilanz hat und diejenigen, die sehr viel leisten können, einen größeren Beitrag leisten als diejenigen, die weniger leisten können. Das heißt, es gibt eine klare Antwort auf diese Frage. Wir werden aus der Krise herauswachsen. Wir werden dafür sorgen, dass wir die Zukunft gewinnen mit den richtigen Investitionen in die Zukunft. Und wir werden dafür Sorge tragen, dass dieses Land fair und gerecht ist. Das ist die Aufgabe für die Zukunft. Herr Bundesfinanzminister, ich habe Ihnen eine Mund- und Nasenbedeckung bringen lassen, weil die Regeln in diesem Hause auch für Nichtmitglieder des Hauses so sind, dass, wenn Sie nicht an einem Platz sitzen, Sie eine Mund- und Nasenbedeckung tragen müssen. Ich bitte Sie, das in der Zukunft zu beachten. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Bruno Hollnagel, AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Haushalt spiegelt eine neue Normalität wider. Eine Normalität, die erschreckend ist. Eurokrisen, Staatsschuldenkrisen, Haushaltskrisen, Bankenkrisen, Wirtschaftskrisen, Lockdown-Krise. Alles steuert auf einen Kollaps hin. Die Lösung der Regierung? Planwirtschaft, gigantische Neuverschuldung, Enteignung der Steuerzahler, Haftungsgemeinschaften, die die Probleme verschleiern, statt zu lösen, meine Damen und Herren. Deutschland hat den Point of No Return längst überschritten. Deutschlands Nachhaltigkeitslücke beträgt 13,8 Billionen Euro. Das sind ca. 400% des Bruttoinlandproduktes. Das sind ungedeckte Verpflichtungen im Umfang von ca. 38 Bundeshaushalten. Das ist unbezahlbar, das ist unverantwortlich, das ist das Ergebnis einer verfehlten Politik, meine Damen und Herren. Wir haben mittlerweile anarchistische Zustände. Verträge werden nicht eingehalten, nicht der Maastricht-Vertrag, nicht der EU-Vertrag, nicht der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der unter anderem eine maximale Verschuldung von 60% des Bruttoinlandsprodukts vorschreibt. Auch Italien bricht den Stabilitäts- und Wachstumspakt, lebt über seine Verhältnisse, verschuldet sich maßlos und fordert wegen der hohen Verschuldung Corona-Hilfen und wird auch noch mit Geldgeschenken belohnt dafür. Meine Damen und Herren, die EU beschenkt Vertragsbrecher und Deutschland haftet dafür. Das ist unerträglich. Für den Wiederaufbaufonds will die EU 750 Milliarden Euro Schulden aufnehmen. Das widerspricht natürlich dem Verschuldungsverbot gemäß Artikel 311a EU-Vertrag. Außerdem Hilfen innerhalb der EU sind nur bei Naturkatastrophen in einzelnen Staaten zulässig. Ein solcher Sachverhalt liegt aber nicht vor. Folglich verstößt Next Generation EU auch gegen die No-Bail-Out-Klausel Artikel 122 AEUV. Von den 750 Milliarden sollen 319 Milliarden verschenkt werden. Der italienische Außenminister würde Mittel aus dem Fonds dazu nutzen, um die italienischen Steuern zu senken. Da Deutschland für die Schulden des Fonds mithaftet, würde das bedeuten, auf dem Rücken der deutschen Steuerzahler erhalten die Italiener Steuerreduzierung. Die Regierung Merkel fordert einerseits Nachtragshaushalte und neue Steuern. Andererseits macht sie Geldgeschenke und verdoppelt die EU-Beiträge. Sie macht die EU zu einem Selbstbedienungsladen ohne Kassen. Und Deutschland soll der Hauptlieferant sein. Das ist unerträglich. Damit muss Schluss sein. Vor kurzem war zu lesen, dass Staats- und Bankenbilanzen nur noch durch Zentralbankinterventionen stabil gehalten werden können und dass das europäische Bankensystem auf vollen Krediten in Höhe von 1,4 Billionen Euro sitzt. Der ESM reicht dafür nicht annähernd aus. Meine Damen und Herren, fällt ein Dominostein, werden die Ketten der Gemeinschaftshaftung uns alle mit in den Abgrund reißen. Jeder Haushaltsplan ist dann absolute Makulatur. Die Haftungsunion wird teuer für uns, wenn wir die Schulden anderer Staaten mittragen müssen. Und da wollen Sie, Herr Minister Scholz, Deutschland eine Vermögensabgabe aufdrücken. Warum fordern Sie das nicht von den reicheren Franzosen und Italienern? Das Medianvermögen der Italiener und der Franzosen ist circa dreimal so hoch wie das der Deutschen. Warum sollen wir eigentlich immer bezahlen? Hören Sie auf, über den Euro-Corona-Nothaushalt eine Transferunion einzuführen. Die Zukunft unseres Landes haben Sie längst verspielt. Es ist Zeit für Alternativen, meine Damen und Herren. Und meine Idee, die Alternative für Deutschland. Schönen Dank. Andreas Jung, CDU/CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, liebe
Kolleginnen und Kollegen, es ist in dieser Debatte gesagt worden von Herrn Dürr, viele Menschen in Deutschland machen sich Sorgen wegen dieser hohen Verschuldung. Und ich will ganz deutlich sagen, wir, die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wir gehören da dazu. Auch wir machen uns Sorgen. Und natürlich treibt uns das um. Und natürlich wissen wir, dass es viele Milliarden sind, die wir jetzt als Schulden aufnehmen und die wir zurückbezahlen müssen. All das wissen wir. All das teilen wir. Aber ich will Ihnen genauso deutlich sagen, wir tun das nicht leichtfertig. Wir tun es deshalb, weil wir in einer Krise ungekannten Ausmaßes sind, weil Corona uns alle doch handgreiflich trifft, weil es Menschenleben gefährdet, weil es die Gesundheit gefährdet, weil es Zusammenleben, gesellschaftliches Leben gefährdet, weil es unser Land ins Mark trifft. Und deshalb, Herr Böhringer, gehen Ihre Vergleiche auch fehl. Sie haben Krisen und Krippen aufgezählt, die wir durchlebt und durchlitten haben. Ja, das ist wahr. Aber solange ich denken kann, hat uns nichts so beschäftigt und nichts so betroffen wie Corona. Und deshalb besteht kein Zweifel, dass wir in einer Notsituation sind, die gebietet, jetzt die Notklausel der Schuldenbremse in Anspruch zu nehmen. Und deshalb will ich Ihnen versichern, dass eine sorgfältige Abwägung dahinter steht, dass wir diese Schulden aufnehmen und wofür wir das Geld ausgeben. Wir geben es primär doch dazu aus, Menschen zu schützen, die Gesundheit zu schützen, das Gesundheitswesen zu stärken, Krankenhäuser zu verbessern und damit die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir gemeinsam gesund durch die Krise kommen. Da gehört die Finanzierung von Schutzausrüstung, von Masken für Pflegekräfte genauso dazu wie für besonders Schutzbedürftige. Da gehört jetzt dazu, dass wir uns als Bund bereit erklären, die Impfstoffe zu finanzieren. All das, um Menschenleben zu schützen. Und ich will ganz energisch widersprechen, wenn hier ein Widerspruch aufgemacht wird. Uns wird es um Gesundheitsschutz gehen und nicht um die Wirtschaft. Das ist doch völlig daneben, wenn es uns nicht gelingt, diese Pandemie in den Griff zu bekommen, wenn es uns nicht gelingt, die Gesundheitsfrage zu klären, dann wird auch die Wirtschaft dauerhaft Schaden nehmen. Es trifft unser Land im Ganzen und alles auseinanderdividieren, alles spalten, führt in die falsche Richtung. Es geht darum, dass wir gemeinsam als Gesellschaft eine starke Antwort geben. Und dem dienen, Frau Lötsch, doch gerade unsere Sozialgarantien, diesen sozialen Anspruch, den haben wir doch gerade in den letzten Haushalten und in diesem Haushalt verankert, dadurch, dass wir sagen, es darf niemand überfordert werden. Auch wenn jetzt die Ausgaben höher sind und die Einnahmen geringer, dann sollen die Sozialkosten nicht steigen, es sollen die Energiekosten nicht steigen, weil wir gerade diese soziale Sensibilität haben und sagen, da darf niemand überfordert werden. Und deshalb ist es auch ein sozialer Haushalt, der hier vorgelegt wird. Und es ist einer, mit dem wir uns dazu bekennen, dass wenn Maßnahmen jetzt weitergehen, dass wenn Betriebe hart getroffen sind, wenn Betriebe jetzt ihrer Arbeit nicht nachgehen können und damit einen Solidarbeitrag für uns alle übernehmen, dass sie dann auch länger unterstützt werden. Das ist richtig, dazu bekennen wir uns, dafür gibt es die Programme, die Mittel müssen ankommen und dafür schaffen wir auch mit diesem Haushalt die Grundlage. Warum tun wir das? Wir tun es aus der Überzeugung, dass gerade die Betriebe sind, die mit ihrer Wertschöpfung für unseren Erfolg sorgen, die Ausbildungsplätze schaffen und die Arbeitsplätze schaffen. Das gilt jetzt in der Krise. Und Herr Bundesfinanzminister, ich will es deutlich sagen, es ist unsere Überzeugung. Das gilt in der Krise, es muss auch nach der Krise gelten. Und deshalb ist es ganz falsch, nach einem Motto vorzugehen, dass wir die, die wir jetzt stützen, danach stutzen. Und deshalb werden wir jeder Initiative, genau bei diesen Familienbetrieben danach zuzulangen, eine klare Absage erteilen und auch da einen ganz klaren Kompass verfolgen. Und Herr Kindler, Sie haben in Ihrer Rede so den Eindruck erweckt, Geld ist ein unbegrenzt verfügbares Gut, das gibt es wie Sand am Meer. Das ist leider nicht wahr. Unsere Möglichkeiten sind groß. Wir gehen auch mit diesem Haushalt weit. Ich will dazu sagen, natürlich haben wir geschluckt, als nachdem im Regierungsentwurf 96 Milliarden Euro Schulden vorgesehen
waren es dann über 160 Milliarden auf 180 Milliarden ging. Und natürlich haben wir dann abgewägt. Aber wir haben uns dann entschieden, diesen Weg mitzugehen, weil wir gesagt haben, lieber jetzt ein Nachschlag als danach ein Nachtrag. Lieber jetzt die Voraussetzungen schaffen, als nachher nachbessern. Und damit ist auch klar, dass das, was jetzt vorgelegt ist, der Rahmen ist, in den sich die Programme einzuordnen haben. Das ist der Maßstab der Möglichkeiten. Und deshalb, wenn Sie fragen, schließen Sie was aus? Ich will es jedenfalls so sagen. Deshalb legen wir allen größten Wert darauf, dass das, was wir jetzt vorlegen, der Rahmen ist, in den sich alles einfügt. Da werden die Länder ihren Beitrag leisten, da werden die Kommunen ihren Beitrag leisten. Dann sind wir überzeugt, dass wir mit dem, was wir zusammen aufbringen, die Voraussetzungen schaffen, um diese Krise entschlossen zu bekämpfen. Aber klar ist, auch unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Und für uns ist klar, Herr Kindler, wir wollen im Jahr 2022 zur Schuldenbremse zurückkommen. Wir setzen darauf, dass es gelingt, im nächsten Jahr aus der Krise rauszukommen. Und für uns gilt selbstverständlich der Grundsatz, dass wir in guten Zeiten mit dem Geld, das wir haben, auskommen müssen. Und wir haben die Überzeugung, dass wir das in guten Zeiten auch können. Und zwar ohne Steuererhöhung und mit Investitionsaufwuchs. Wir haben in diesen Haushalten, in diesem Jahr und im kommenden Jahr, mehr Investitionen als vor der Krise. Das werden wir beibehalten. Das ist notwendig für Klimaschutz und Klimaneutralität, für die Digitalisierung. Die Mittel müssen abfließen. Auch dafür müssen wir gemeinsam die Voraussetzungen schaffen. Aber das ist zusammenzubringen und es ist ein Gebot der Nachhaltigkeit. Und es würde unsere Verantwortung vor kommenden Generationen nicht gerecht werden, wenn wir das über den Haufen werfen. Sie schütteln jetzt den Kopf, aber wir haben es doch mal gemeinsam beschlossen. Und ich sage, die Linken, Schuldenbremse abschaffen. Sie nennen es Schuldenbremse reformieren. Sie beide verbindet, sie wollen sie eben nicht mehr anwenden, sondern sie wollen auch in guten Zeiten mehr Geld ausgeben, das wir haben. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen zurück zur Schuldenbremse. Das ist ein Gebot der Nachhaltigkeit. Es ist unsere Verantwortung von den kommenden Generationen. Und die. Der erste Halbsatz war richtig. Ich weiß besser, was Nachhaltigkeit ist. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und zur Nachhaltigkeit gehört für uns auch dazu, dass wir nicht, wie es gerade vorgeschlagen wurde, aus Reihen der Grünen über Jahrzehnte die Schulden, die wir über die Schuldenbremse aufnehmen, zurückbezahlen wollen, sondern dass wir jetzt noch einmal das Versprechen erneuern, was wir jetzt über die Schuldenbremse aufnehmen. Das werden wir in dieser Generation zurückbezahlen. Ja, wir nehmen jetzt mehr Schulden auf. Und ja, die Last wird dadurch größer. Aber die Dauer wird nicht länger. Die 20 Jahre werden beibehalten. Auch das ist Gebot der Nachhaltigkeit. Auch das entspricht unserer Verantwortung vor den künftigen Generationen. Wir nehmen jetzt viele Schulden ab, aber auch wir werden sie wieder abtragen. Und lieber Toni Hofreiter, in diesem Entwurf sieht man, dass ich eine Priorität für Klimaschutz und Klimaneutralität abbildet mit der Wasserstoffstrategie, mit dem Energie- und Klimafonds und zusätzlichen Milliarden für Gebäudesanierung und nachhaltige Mobilität und vieles weiteres, was uns mit Innovation bei neuen Technologien für Klimaschutz voranbringt. Und deshalb ist es für uns ein Haushalt, der eine Herausforderung darstellt, aber den wir am Ende verantworten können. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Otto Frigge, FDP. Geschätzter Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt ist das Schicksalsbuch der Nation. Und es ist gegenwärtig ein schwieriges Schicksal, dem wir gegenüberstehen. Und es ist unsere Aufgabe, sich gegen dieses vermeintliche Schicksal mit guter Haushaltspolitik zu wenden. Meine Damen und Herren! Für die FDP-Fraktion besteht keinerlei Zweifel, dass wir uns im verfassungsrechtlichen Sinne für das Jahr 2021 in einer Notsituation befinden. Denn das, was wir mit dem Lockdown im November, im Dezember mit den steigenden Zahlen erleben, erfordert eine Reaktion des Staates. Nur hier besteht dann der Unterschied meiner Fraktion zur Großen Koalition. Denn es gibt scheinbar ein Missverständnis bei der Großen Koalition nach dem Motto,
Ich stelle mit der Kanzlermehrheit die Notsituation fest und dann darf ich so viel Geld ausgeben, wie ich will. Und das, Herr Finanzminister, ist eben nicht die Aufgabe einer solchen Notsituation. Und erst recht wäre es Ihre Aufgabe, gegen dieses Geldverteilen entgegenzutreten. Und das wäre ein Stemmen gegen das Schicksal, Herr Finanzminister. Und da kann ich Ihnen nur sagen, wo haben Sie das denn getan? Wo haben Sie denn mal Nein gesagt? Sie haben das hier in der Rede eben gesagt, dann muss man eben auch mal an bestimmten Stellen Nein sagen. Überall war ratende Augen, Schweigen und so weiter. Wann haben Sie denn mal dem Genossen Heil, der schräg hinter Ihnen gesetzt, gesagt, lieber Hubertus, pass mal auf, neue soziale Leistungen, wir sind in einem Jahr, das schwierig ist, in einem Jahr, das schwierig wird, lass uns das bitte dann machen, wenn wir wieder in normalen Zeiten sind. Das haben Sie nicht getan. Wo haben Sie das der Genossin Lamprecht gesagt? Oder wo haben Sie es dem Genossen, nee, der ist kein Genosse, dem Kollegen Altmaier gesagt? Das haben Sie nicht getan an der Stelle. Sie haben es einfach nicht gemacht. Der Kollege Altmaier hat alle möglichen Vorschläge gemacht und ich bin immer noch mal gespannt, wenn die Geschichtsschreiber herausbekommen wollen, wer auf diese wahnsinnige, verrückte Geldausgabe-Idee mit den 70% vom Umsatz gekommen sind. Sie haben nie Nein gesagt und das hätten Sie machen müssen, wenn Sie an dieser Stelle einen vernünftigen Haushalt haben wollen und eine vernünftige Schuldenbremse haben wollen. Dass es anders geht, hat meine Fraktion sehr zum Nerv mancher Kolleginnen und Kollegen mit 527 Änderungsanträgen, Kürzungsanträgen, aber auch da, wo es notwendig ist, für besonders schützenswerte Ausgabenanträgen getan und gemacht. Darüber kann man streiten. Aber das wäre eigentlich die Aufgabe gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das waren die teuersten Haushaltsberatungen, die ich seit 2002 erlebt habe, obwohl ich genau weiß, dass es, lieber Ecke, gerade in der CDU-CSU immer wieder Wünsche gab, es anders zu machen. Ich hatte auch nach den großen Ankündigungen des Fraktionsvorsitzenden vor dieser Bereinigung gedacht, boah, jetzt da wird Stopp gemacht oder da wird Nein gesagt, da wird gekürzt, da wird was zurückgeführt. Ganz ehrlich, von 96,2 auf 179,8, also 83 Milliarden. Bei 64 Beratungstagen kann man sagen, dass vom Kabinettsbeschluss bis zur Bereinigungssitzung jeder Tag den Steuerzahler 1,3 Milliarden Euro kosten wird. Ist das wirklich nachhaltiges Haushalten? Ist das Stemmen gegen ein Haushaltsschicksal, das da droht? Nein, für mich ist das einfach nur die Vorankündigung von Wahlkampfzeiten, in denen man bei allen Wünschen und allen Begehrlichkeiten sagt, ja, bekommst du, ja, kriegst du. Denn du weißt ja, du hast einen Finanzminister, der Kanzlerkandidat ist, aber sicherlich kein Haushaltsminister. Meine Damen und Herren, dabei wäre es einfach gewesen, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir alle wissen doch, dass auch in den Monaten Januar bis Juni wir noch nicht auf ein Normalmaß in unserer Wirtschaft kommen werden und damit auch die Verwaltung nicht. Warum steigen dann aber die Kosten für Kongresse? Warum steigen denn dann die Kosten für Dienstreisen? Warum wird an allen Stellen das tägliche Geschäft der Bundesregierung, ihrer Beamten, ihrer Mitarbeiter noch aufgebläht, obwohl wir wissen, dass es anders ist? Und das zeigt, hier wird nur dafür gesorgt, dass jeder nach außen gut dasteht. Aber der Kern, nämlich dafür zu sorgen, dass nach der Krise es vorangeht, ist nicht da. Und das möchte ich dann doch zum Schluss schon sagen. Ihre Rede, Herr Finanzminister, und ich hoffe, dass das morgen bei der Bundeskanzlerin anders sein wird, hat sich nur damit beschäftigt, fast die ganze Zeit, was Sie alles gemacht haben und wie gut das vermeintlich war und wie toll der Wirtschaftsminister das dann doch nicht gemacht hat, als die Gelder nämlich nicht abgeflossen sind, die Software nicht da ist. Und ich vermute, wenn die Software dann irgendwann da ist, wird festgestellt, dass die Hardware zur Software nicht passt. Irgend sowas wird uns wahrscheinlich auch noch passen. Immer nur auf die Vergangenheit. Die Aufgabe dieser Bundesregierung, selbst wenn danach jemand anders definitiv sowohl auf diesem Stuhl sitzen wird, als auch auf Ihrem Stuhl sitzen wird, ist doch in die Zukunft zu gucken. Und das heißt, mit den drei wesentlichen Aufgaben unseres Landes sich auseinanderzusetzen. Demografie, Digitalisierung und ganz besonders Nachhaltigkeit. Und das findet sich in diesem Haushalt nicht. Und einem solchen Haushalt kann meine Fraktion auf keinen Fall zustimmen. Er ist nicht zukunftsgerichtet, er ist vergangenheitsgerichtet. Und ich erwarte doch eigentlich, dass wir das Schicksalsbuch nicht als Geschichtsbuch sehen, sondern als Zukunft, teilweise sogar gerne als Utopie. Das wäre es gewesen. Diese Chance haben Sie vertan. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Fabio De Masi, Die Linke.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich stelle für meine Fraktion fest, es war selbstverständlich richtig, in der Krise viele Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu schützen, weil die Krise sonst teurer geworden wäre, wenn eben Unternehmen gestorben wären, wenn Arbeitsplätze vernichtet worden wären und wenn in der Folge auch die Steuereinnahmen eingebrochen wären. Aber die Menschen in Deutschland fragen sich eben, was hat diese Regierung denn im Sommer gemacht? Die Milliarden auf dem Konto der Lufthansa, die waren da schon drauf, bevor der Beschluss hier gefasst wurde, obwohl dort Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber die Novemberhilfe, die heißt jetzt Januarhilfe oder zu Späthilfe. Warum hat die Regierung denn gepennt und die Software nicht vorbereitet, meine Damen und Herren? Und das ist unverantwortlich, weil man mit den Existenzen von Menschen spielt. Auch die Überbrückungshilfen sind ja gar nicht im vollen Umfang abgerufen, weil die Voraussetzungen eben nicht mit der Realität von Selbstständigen zu tun haben. Und eines ist völlig unverständlich. Es gibt ja auch Krisengewinner. Denken wir an Amazon. Gerade dann, wenn die Geschäfte wieder zumachen müssen und viele Leute im Internet bestellen. Warum hat diese Regierung verhindert, dass Multis wie Amazon für jedes Land klar machen müssen, wie hoch ihre Gewinne und bezahlten Steuern sind? Das wäre das Mindeste gewesen. Das hat diese Regierung in Brüssel blockiert. Und ich will hier nur sagen, weil über die Schuldenbremse gesprochen wird. Wenn man wirklich zur Schuldenbremse zurückkehren will, dann ist das eine völlig verrückte Idee. Dann bremst man die Wirtschaft von 100 auf 0 runter. Und die Schuldenbremse, die hat doch nicht die Schulden gebremst, sondern die bremst die Investitionen. Wir verdanken den Abbau der öffentlichen Verschuldung in den letzten Jahren doch nicht der Schuldenbremse, sondern den niedrigen Zinsen. Die Quote der Zinskosten zum Schuldendienst, die betrug vor der großen letzten Finanzkrise 14,2%, heute 1,9%. Wir sparen dieses Jahr 11 Milliarden im Haushalt durch die Negativzinsen. Und die Schuldenstandsquote ist geringer als nach der letzten Finanzkrise. Deswegen hat der Finanzminister natürlich recht, wenn er sagt, wir müssen langfristig aus den Schulden herauswachsen. Dann muss man aber eben auch bei den Tilgungsfristen ansetzen. 20 Jahre ist hier verabredet in Nordrhein-Westfalen, übrigens CDU regiert, habe ich gehört, 50 Jahre. Das müssen wir auch hier machen, damit wir langfristig aus diesen Schulden rauswachsen können. Es gab in der Vergangenheit Kriegsanleihen, die wurden über 100 Jahre bedient. Und ich will Ihnen hier mal vorlesen, verehrte Kollegen von der Union, was Herr Rürup, Professor Rürup sagt. Das war einer der Verteidiger der Schuldenbremse, hier im Handelsblatt. Die Regeln der Schuldenbremse sind für die heutige Zeit falsch konzipiert. Statt diese Vorschrift trickreich zu umgehen, sollte sie ehrlich infrage gestellt werden. Unsere Rede, meine Damen und Herren. Aber wenn man zur Schuldenbremse zurückkehren will, dann muss man die zentrale Frage in diesem Land beantworten. Wer macht den Abwasch? Wo sollen die Steuern erhöht werden oder die Ausgaben reduziert werden? Wer diese Frage nicht beantwortet, der soll sich bei der Bundestagswahl erst gar nicht blicken lassen mit seinen Wahlplakaten. Sind es wieder diejenigen, die den Laden am Laufen gehalten haben in der Intensivpflege oder die Lagerarbeiter, die die Rechnung bezahlen sollen? Nein, meine Fraktion ist der Meinung, die Multimillionäre und Milliardäre in diesem Land, die Krisengewinner, die müssen sich endlich fragen, nicht nur, was dieses Land für sie tun kann, sondern was sie für dieses Land tun können. Und da sind Sie eben angesprochen, diejenigen, die auch immer hier großzügig Parteispenden verteilen an die eine oder andere Partei, die Quanz und die Klappens. Oder die neue Mittelschicht von Herrn Merz. Ja? Der könnte sich mal fragen, was er denn gemacht hat, zum Beispiel bei Cum-Ex. Da war er Aufsichtsrat bei der HSBC. Wo war der Kritiker der Vermögensteuer da, der liebe Herr Merz? Und deswegen will ich hier noch einmal sagen, ich begrüße es natürlich, wenn der Finanzminister jetzt durch uns ein paar Denkanstöße bekommen hat und bei Hart aber fair eine Vermögensteuer fordert. Es reicht aber, sie nicht wie bei Hart aber fair zu fordern. Man muss sie hier beschließen im Bundestag. Das ist die zentrale Frage. Und zum Schluss, weil ja ein Redner der AfD mich so angeguckt hat, weil er davon fantasiert hat, dass in Italien die Steuern gesenkt würden. Ich will nur mal sagen, also ich als Deutsch-Italiener, ich gehöre zu den wenigen Bundestagsabgeordneten, die ihre Steuererklärung im Netz veröffentlichen, die höhere Steuern für sich selbst fordern und die ihre Steuern in Deutschland auch zahlen. Und das ist ein Unterschied zu den Hobbypatrioten von der AfD, die zahlen die Steuern in der Schweiz. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Eken-Deliger, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe
Kolleginnen und Kollegen, ja, wir stellen einen Haushalt auf in einer ungewöhnlichen Zeit unter ungewöhnlichen Umständen. Und ja, noch nie wurde einem Haushalt so viel Beachtung geschenkt wie heute und noch nie wurde damit auch so viel Hoffnung verbunden. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, noch nie wird so viel Enttäuschung damit verbunden sein. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Sie machen das Notwendige. Auch das Richtige. Aber Sie haben keine Vision. Sie haben keine Ziele. Sie sagen nicht, wie es weitergehen wird. Sie wissen noch nicht mal, wie nächstes Jahr aussehen soll, geschweige denn von diesem Jahr. Und das ist das, was die Menschen in diesem Land am meisten enttäuschen wird. Und ich gebe Ihnen da ein paar Beispiele. Ganz viele Redner von mir der Koalition haben davon geredet, was für tolle Sachen sie machen in Sachen Zukunftsinvestitionen. Und dann frage ich mich, aber warum fließen dann die Mittel nicht ab? Sie produzieren eine Überschrift nach der anderen. Wenn es aber dann um die Umsetzung geht, versagen Sie. Warum sind die ganzen Mittel gesperrt? Warum fließen die KI-Mittel nicht? Was ist mit dieser Wasserstofftechnologie, wo niemand was davon mitkriegt, dass es auch noch Mittel gibt? Was ist mit den Ganztagsschulen, Digitalisierung in den Schulen? Warum ist der Abruf, der Abfluss so gering? Das sind doch Fragen, die Sie sich selber stellen müssen. Und Sie wissen das auch. Sie wissen das auch, weil nicht umsonst haben Sie in der Bereinigungsnacht eine Sperre nach der anderen, insbesondere bei der Frau Karliczek, reingelegt, weil Sie ihr selber misstrauen, dass sie in der Lage ist, die Mittel auszugeben, weil Sie eine stärkere Kontrolle haben wollen. Das ist Ihre Innovationspolitik. Viel Überschrift, nichts dahinter. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Sache ist mir ja bei der Debatte auch aufgefallen. Ich finde das ja sehr spannend, wenn die FDP hier davon redet, dass sie 500 Änderungsanträge gestellt haben. Da muss ich schon schmunzeln, weil vor 2 Wochen gab es hier eine Debatte um die Ganztagsschule. Und da hat der Kollege Seher-Stern-Pauli ganz laut hier auch übrigens in einem Antrag an einer anderen Stelle gefordert, dass die Ganztagsschulmittel vervielfacht werden müssen, dass es eine Betreuungsgarantie geben muss. Und am gleichen Tag in einem anderen Raum hat die gleiche Fraktion 2 Anträge eingereicht, wo alle Ganztagsschulmittel im Einzelplan 17 und 30 gestrichen werden. Die rechte Hand weiß nicht, was die linke Hand macht, und so definieren Sie Ihre 500 Änderungsanträge. Sie müssen sich schon mal klar werden, was Sie eigentlich wollen. Ja, hier fordern und dort streichen. Ja. Für uns Grüne gibt es tatsächlich eine Idee, eine Vision, weil wir wissen, dass wir die Herausforderungen Pandemie angehen müssen. Und ehrlich gesagt, auch ein Wort von mir. Ich finde das sehr, sehr zynisch, die Pandemie hier klein zu streichen. Ich denke mir jedes Mal, was denken eigentlich die Menschen, die drüben im Charité liegen? Was denken eigentlich die ganzen Familienmitglieder, die Angst haben, ihre Mitglieder zu verlieren? Und deshalb ist es falsch. Aber nach der Pandemie und eigentlich auch schon vor der Pandemie müssen wir die eigentlichen Fragen, die sich vorher schon gestellt haben und nach wie vor stellen, mindestens genauso lösen. Und unsere Priorität ist Klimakrise überwinden, Klimaschutz voranbringen und soziale Gerechtigkeit in diesem Land voranbringen. Ihre Antwort ist immer noch, dass Sie Plastik in diesem Land bezuschussen, dass Sie den schmutzigen Diesel immer noch subventionieren. Das sind keine zukunftsträchtigen Antworten. Und auch Kinderarmut ist eine offene Wunde in Ihrer Sozialpolitik, wo Sie nichts machen, Herr Minister, nicht nur ankündigen, sondern umsetzen, nicht nur Wahlkampf machen, sondern auch Minister sein. Das ist unsere Forderung. Hans Michelbach, CDU-CSU, ist der nächste Redner. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt 2021 ist in einem Umfang von der Corona-Pandemie bestimmt, der vor einigen Monaten noch undenkbar war. Wir belasten die Zukunft mit weiteren Schulden in Höhe von 180 Milliarden Euro. Das ist mehr als schmerzhaft, denn mit dieser finanziellen Bürde wird natürlich eine ganze Generation in der Zukunft zu kämpfen haben. Aber, meine Damen und Herren, diese weitere erhebliche Schuldenaufnahme ist leider unausweichlich, um den Zusammenbruch von Unternehmen und Arbeitsmarkt auf breiter Front zu verhindern.
Und bislang ist uns das ja auch im Wesentlichen gelungen, meine Damen und Herren. Die Maßnahmen wirken. Und der Kraftakt ist aber nur möglich, weil wir, CDU und CSU, den Kurs der wirtschaftlichen und finanziellen Vernunft in den vergangenen Jahren stets beharrlich gegen alle Begehrlichkeiten verteidigt haben, meine Damen und Herren. Die Schuldenbremse und die Politik der schwarzen Null haben die Spielräume geschaffen, die wir heute als Krisenabwehr zur Verfügung haben. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Nach dem Grundsatz, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt enthält die notwendigen Mittel, um Unternehmen, Soloselbstständige und Kulturschaffende zu unterstützen. Allerdings müssen die Finanzmittel natürlich auch schnell bei den Betroffenen ankommen. Ich höre, dass inzwischen 140.000 Anträge auf Novemberhilfe gestellt wurden und über 110.000 Fällen bereits Zahlungen erfolgt sind. Das ist ein guter Auftakt, das ist ein Zeichen gegen die Unsicherheiten, meine Damen und Herren, und darauf kommt es letzten Endes an. Meine Damen und Herren, ich danke auch den Kolleginnen und Kollegen im Finanzausschuss, dass dieser Haushalt auch den Steuerzahlern und den Familien zugutekommt durch die überproportionale Anhebung des steuerfreien Existenzminimums, der Erhöhung des Kindergelds, die neuerliche Kappung der kalten Progression, eine steuerliche Homeoffice-Pauschale von 600 Euro jährlich, die uns wichtig war, und nicht zuletzt die Verdopplung des Entlastungsbeitrags für Alleinerziehende. Und nicht zuletzt stützen wir das Ehrenamt und entlasten weite Teile der Bevölkerung beim Soli. Das sind Impulse für neues Wachstum. Das sind zielführende Krisenhilfen mit Ordnungspolitik der sozialen Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Aber, meine Damen und Herren, es ist über die Maßen bedauerlich, dass die Ausweitung des Verlustrücktrags und eine steuerliche Verbesserung bei desorientierten Gewinnen bisher am Widerstand der Koalition gescheitert sind, des Koalitionspartners. Unternehmen müssen zur Schaffung von Liquidität Gewinne aus der Vergangenheit mit Verlusten aus dem Corona-Jahr verrechnen können. Die derzeitige Beschränkung ist krisenverschärfend. Es braucht Liquidität in den Unternehmen. Der Verlustrücktrag kostet den Staat unter dem Strich nichts. Er wird nur mit Steuerzahlungen der Vergangenheit verrechnet, meine Damen und Herren. Wir müssen jetzt die Weichen richtigstellen. Darauf kommt es an. Wir müssen 2022 die Schuldenbremse wieder einhalten. Wir müssen die Wachstumskräfte der Wirtschaft fördern. Und Herr Bundesfinanzminister, lassen Sie Ihre Bazooka in Zukunft im Schrank. Wir brauchen erfolgreiche chirurgische Eingriffe für die Sicherung von Unternehmen und Sicherung der Arbeitsplätze. Das ist mit Ordnungspolitik der sozialen Marktwirtschaft am besten zu erreichen. Meine Damen und Herren, mancher hat in den vergangenen Zeiten den Eindruck erweckt, Deutschland sei geradezu ein Schlaraffenland, in dem man einfach nur den Mund aufmachen muss, um zu fordern. Das, meine Damen und Herren, wird sich erkennbar ändern müssen. Wir haben nicht für alles Geld, und der Haushaltsausschuss ist das Maß aller Dinge. Parlament und Regierung müssen künftig sehr genau abwägen, was noch finanzierbar ist und was nicht. Wem jetzt nicht Besseres einfällt mit Neidkampagne, als nach Steuern- und Abgabenerhöhungen zu rufen, nach Vermögensabgabe und Vermögensteuer oder dauerhafter Aussetzung der Schuldenbremse, wird die konjunkturellen Bremsspuren deutlich über das Ende der Pandemie hinaus verlängern. Das ist absolut kontraproduktiv, und Neid hat noch nie etwas erreicht, sondern es hat die Gesellschaft gespaltet. Und das können wir uns in dieser Zeit der Pandemie überhaupt nicht leisten, meine Damen und Herren.
Wir haben dank der Aussicht auf Impfstoffe die Chance, die Pandemiekrise im nächsten Jahr hinter uns zu lassen. Es gilt deshalb, meine Damen und Herren, alle Kräfte auf den Restart zu konzentrieren. Nicht durch noch mehr Staatswirtschaft, nicht mehr durch mehr Staatsdirigismus, sondern in den ordnungspolitischen Leitplanken der sozialen Marktwirtschaft. Das ist der richtige Weg, nicht die Angstmacherei der AfD, nicht die Steuererhöhungen, wie sie hier von den Linken angekündigt wurden, nicht der Verlust an Nachhaltigkeit, wie die Grünen die Schuldenbremse aushebeln wollen, nicht der Weg in die Spaltung der Gesellschaft, sondern mit unserem Modell der sozialen Marktwirtschaft, dass wir Anreize schaffen, Wachstum schaffen, Arbeitsplätze schaffen und die Unternehmen in die Lage versetzen, mehr zu investieren. Das ist das Konzept für die Zukunft. Das ist die Lösung nach dieser Pandemiekrise. Und dafür müssen wir gemeinsam arbeiten. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Kanzel-Kiesel, der SPD. Danke schön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Haushaltsdebatte sprechen wir viel darüber, was wir mit den Steuergeldern machen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dieses Geld kommt von Millionen von ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Sie stehen jeden Tag auf, arbeiten hart und schaffen damit die Grundlage sowohl für ihr Leben als auch für unsere Gesellschaft. Ihnen gebührt unser Dank. Danke dafür, dass die Kindergärten und Schulen gebaut und finanziert werden können, dass an den Universitäten gelehrt und geforscht werden kann, dass unsere Straßen sicher und sauber sein können, dass die Digitalisierung vorangetrieben werden kann. Danke dafür, dass wir gute Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft schaffen können, dass Menschen in Not geholfen werden kann und dass der Kampf gegen Corona und den Klimawandel bezahlt werden kann. Und ohne die vielen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wäre all dies nicht möglich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doch es gibt auch die anderen, diejenigen, die versuchen, um jeden Steuercent sich zu drücken und nicht davor zurückzuschrecken, auch die Grenze der Legalität zu überschreiten. Und wer die Früchte dieses Landes ernten will, muss zu dieser Gesellschaft auch beitragen. Das haben die Ehrlichen verdient, und dafür setzen wir uns als SPD-Bundestagsfraktion ein. Ehrlichkeit ist gut für uns alle. Sie muss sich für jeden persönlich lohnen. Und deswegen unterstützen wir bei den Corona-Hilfen auch die umsatzbezogenen Instrumente. Damit wird nämlich denen geholfen, die ihre Umsätze korrekt angegeben haben. Die Ehrlichen haben es verdient, dass ihnen in schlechten Zeiten unter die Arme gegriffen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen auch mit diesem Haushalt Schwarzarbeit noch stärker anpacken und Missbrauch von Sozialleistungen verhindern. Wir wollen faire und gerechte Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Ausbeutung schützen. Es ist eben ein Haushalt der Ehrlichen. Er belohnt die Ehrlichen und er erschwert das Leben der Unehrlichen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ehrlich wäre es auch, Steuerschlupflöcher endlich zu schließen. Viel zu lange müssen wir uns schon anschauen, wie Investoren sich mit Share-Deals um die Grunderwerbsteuer winden, während einfache Wohnungskäuferinnen und Käufer ihren Beitrag leisten. Und ich hoffe inständig, dass sich diese Einsicht auch bei unserem Koalitionspartner noch durchsetzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist wichtig und richtig, dass wir auf die Corona-Krise mit einem Wumms, mit einer Bazooka reagieren. Wir dürfen unseren Kindern keine Ruinen hinterlassen. Wir müssen Arbeitsplätze sichern, weiter und mehr investieren und die sozial-ökologische Transformation vorantreiben. Und Krisen sind Zeiten von Verantwortung, und die zeigen wir mit diesem Haushalt.
Und eins will ich auch ganz deutlich sagen. Wer in diesen Zeiten wie die FDP massive Steuersenkungen fordert, der will keine Verantwortung übernehmen, sondern die öffentlichen Haushalte gegen die Wand fahren. Und wenn ich heute Morgen aufstehe und im Radio den Kollegen Otto Fricke hören muss, einen Moment, ich bringe den Satz noch zu Ende, dann gerne. Und wenn ich heute Morgen aufstehe und hören muss, wie Kollege Otto Fricke von der FDP-Fraktion, statt über solide Staatseinnahmen nachzudenken, die Streichung der Grundrente fordert, zu Lasten der Ärmsten, das ist zynisch und das werden wir nicht zulassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Jetzt gestatten Sie dem Kollegen Fricke eine Zwischenfrage. Ja. Herr Kollege Fricke. Frau Kollegin, bei solchen vielen Falschbehauptungen fange ich da mal Stück für Stück an. Erstens, jemand, der hier sagt, dass sich Ehrlichkeit lohnen muss, sollte seinen eigenen Moralkompass hinterfragen. Zweitens, ich habe das nicht gesagt, dass sie gestrichen werden muss. Wenn Sie ehrlich und fair gewesen wären, Ehrlichkeit ist ja Ihr Thema, hätten Sie gesagt, der Kollege Fricke hat gesagt, dass man in Notzeiten eine solche Frage wie die einer Grundrente verschieben sollte, damit denen, die auf Hilfen angewiesen sind, genügend Geld gegeben wird. Zweitens, Frau Kollegin, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die FDP-Bundestagsfraktion mit ihrer Basisrente sich gerade um diese Gruppe kümmert. Jetzt haben Sie gesagt, dass man mit Steuersenkungen ja kaputt sparen würde. Und das sagen Sie einer Fraktion, die selber anerkennt, dass eine Notsituation ist. Jetzt frage ich Sie, trifft es zu, dass Sie einer Fraktion angehören, die im Haushalt 2021 in zweistelliger Milliardenhöhe Steuersenkungen vorsieht, ja oder nein? Und wenn Sie sagen, dass Steuersenkungen falsch sind, wollen Sie dann damit sagen, dass Sie diese Steuersenkungen und gleichzeitig auch noch die Steuersenkungen wegen der Kinder alles nur machen, weil die böse CDU da ist? Oder ist das einfach etwas unehrlich gewesen? Herr Kollege Fricke, vielen Dank für Ihre Frage. Ich hätte mir heute Morgen gewünscht zu hören, dass Sie die Teilabschaffung des Solis verschieben, aufgrund der Notlage, die wir gerade hier in Deutschland haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen eine Haushalts- und Fiskalpolitik, die uns durch die Krise bringt und die Weichen von morgen stellt. Wir brauchen keine Steuersenkungen für die Superreichen. Wir brauchen eine Lastenverteilung, in der stärkere Schultern mehr tragen. Von mir auch aus als Adenauer-Abgabe zum Vorbild. Vielleicht sollten die Kollegen von der CDU/CSU auch mal in ihren Geschichtsbüchern rumkramen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den Weichen von morgen würde es aber auch gehören, endlich Artikel 3 des Grundgesetzes umfassend im Haushalt zu würdigen. Die Gleichstellung von Mann und Frau muss auch im Haushalt vorangetrieben werden. Und ja, sehr geehrte Herren im Saal, bei der geschlechtergerechten Haushaltsplanung besteht noch erheblicher Diskussionsbedarf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Aussprache ist der Kollege Markus Uhl, CDU/CSU. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum Schluss dieser Debatte möchte ich noch mal kurz zusammenfassen und auf ein paar ausgewählte Punkte eingehen. Heute, vor 11 Tagen, ging gegen 4.30 Uhr die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zur Finalisierung des Bundeshaushalts 2021 zu Ende. Im Vergleich zu den Vorjahren, wo wir zwar müde, aber doch eher positiv gestimmt waren, weil da eben eine schwarze Null unterm Strich stand, war das dieses Mal doch ein Ende mit gemischten Gefühlen. Einerseits zwar müde, aber auch erleichtert, dass 17,5 Stunden Sitzungen zu Ende gingen und der Haushalt 21 mit einem Volumen von fast 500 Millionen Euro unter Dach und Fach ist. Andererseits aber die Erkenntnis, dass eben die Nettokreditaufnahme durch die Beschlüsse, die wir in der Sitzung getroffen haben, durch die Beschlüsse, die wir auf Bitten der Bundesregierung getroffen haben, um 83,6 Milliarden Euro auf insgesamt 179,8 Milliarden gestiegen ist. Und damit steigt die gesamtstaatliche Schuldenstandsquote von Ende 2019 von 60% auf über
71% des Bruttoinlandprodukts. Und daher überschreiten wir die auch nach der Schuldenbremse maximal zulässige Nettokreditaufnahme erneut, und weshalb wir auch gleich erneut über die Ausnahme gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes über eine Ausnahme von der Kreditobergrenze abstimmen. Und wir haben es ja heute auch schon mehrfach gehört, zweifelsohne liegt eine außergewöhnliche Notsituation vor, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und eben die staatliche Finanzlage auch erheblich beeinträchtigt. Und das sind natürlich keine leichten Entscheidungen. Aber eben die fortdauernde Corona-Pandemie erfordert, dass wir handeln, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, um die Wirtschaft zu stabilisieren, um Arbeitsplätze zu erhalten und gleichzeitig in die Zukunft zu investieren. Und meine Damen und Herren, deshalb ist es richtig, dass der Bund in diesem Jahr rund 400 Milliarden Euro in die Hand nimmt für Wirtschaftshilfen und Konjunkturpakete und dass wir das im nächsten Jahr auch mit über 140 Milliarden Euro erneut tun. Und wir wenden über 35 Milliarden Euro für unsere Gesundheit auf. Dazu gehören die Zuschüsse zum Gesundheitsfonds, die vergünstigte Abgabe von FFP2-Masken, die Beschaffung von Impfstoffen und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. Aber, und das ist ganz besonders wichtig, wir investieren auch in die Zukunft, in die Köpfe, in Bildung und in die Wissenschaft. Und deshalb ist es gut und es ist richtig, dass der Haushalt des Bundesforschungsministeriums mit nun fast 21 Milliarden Euro Rekordniveau erreicht. Wir sichern die Ausbildungen von jungen Menschen in Höhe von 150 Millionen Euro im nächsten Jahr und in Höhe von 200 Millionen Euro im übernächsten Jahr. Wir führen eine digitale Bildungsoffensive durch in Höhe von 90 Millionen Euro und es wurde schon angesprochen, wir ermöglichen neue Fraunhofer-Institute für Smart Farming, biogene Wertschöpfung, zur Stärkung der Immunforschung und ein Fraunhofer-Zentrum für die öffentliche Sicherheit. Die aktuelle Pandemie zeigt, wie wichtig die Arbeit an Wirkstoffen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten ist. Und wir können in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, zu Recht stolz darauf sein, auf unseren Forschungsstandort hier in Deutschland, auf unseren Unternehmen hier in Deutschland, die weltweit führend sind bei der Entwicklung des Impfstoffes. Und neben der Gefahr durch Viren sind es eben auch antimikrobielle Resistenzen, die eine der drängendsten Zukunftsherausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit sind. Antibiotika zählen zu den wichtigsten medizinischen Errungenschaften und sind in der modernen Medizin unverzichtbar. Und deshalb ist es richtig, dass wir ein Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung im Saarland haben, wo die Wissenschaftler eben nach Substanzen und Strategien suchen, um der zunehmenden Ausbreitung eben dieser resistenten Erreger entgegenzuwirken. Und mit dem Haushalt 21 ermöglichen wir nun zu erforschen, ob es Mikroorganismen gibt, die Menschen besiedeln, die als potenzielle Quelle neuer Wirkstoffe in Frage kommen. Und wir ermöglichen hiermit den Ausbau dieses Forschungsinstitutes. Und das ist, glaube ich, gut angelegtes Geld, gut für unsere Wissenschaft, gut für unsere Gesundheit. Und vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die das ermöglicht haben. Meine Damen und Herren, ich komme aus einem Wahlkreis, der stark geprägt ist von der Automobilzulieferindustrie. Und da stehen ganz, ganz große Herausforderungen, eine große Transformation in Richtung klimaneutrale Mobilität bevor. Und deshalb ist es auch ein gutes Zeichen, dass die Ergebnisse des Automobilgipfels der Bundesregierung im Haushalt abgebildet wurden mit einem Zukunftsfonds für die Automobilindustrie in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Euro. Und ich freue mich auch als Mitglied der Deutschparlamentarischen Versammlung, dass wir ganz konkret werden in Fragestellungen der grenzüberschreitenden Mobilität. Wir geben 3,5 Millionen Euro aus für Machbarkeitsstudien, eben diese grenzüberschreitende Mobilität zu ermöglichen und so auszubauen. Das ist eine kleine Summe im Vergleich zu den Riesensummen auf der anderen Seite, aber ich glaube, auch darin liegt extrem viel Potenzial. Meine Damen und Herren, Sie sehen, der Haushalt 2021 ist ein Krisenhaushalt. Aber er ist auch ein echter Zukunftshaushalt, den wir uns leisten können, weil wir in der Vergangenheit solide gewirtschaftet und solide unseren Haushalt geführt haben. Aber die Schulden von heute belasten die zukünftigen Haushalte auch immens. Wir erwarten zusätzliche zweistellige Milliardenbeträge zu tilgen bis zum Jahr 2042. Und die Herausforderung für die Zukunft liegt eben darin, die Belastungen für die kommende Generation in Grenzen zu halten. Das ist unsere
Verantwortung von den kommenden Generationen. Und deshalb lege ich hier ein klares Bekenntnis zur Schuldenbremse ab. Die Konsolidierung wird zukünftig eine große Kraftanstrengung sein. Notwendig ist eine gemeinsame und fair verteilte Kraftanstrengung zwischen Bund und den Ländern. Und wir brauchen natürlich dafür eine starke Wirtschaft, die wächst, Entlastungen für die Menschen durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags für die allermeisten. Das ermöglicht Wachstum. Wir brauchen Ausgabendisziplin. Wir brauchen klare Priorisierung und sicher keine Steuererhöhung. Vielen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen jetzt zu den Abstimmungen. Und zwar stimmen wir zunächst über den Einzelplan 06, Bundesministerium der Finanzen, in der Ausschussfassung ab. Wer stimmt dafür? Bitte was? Einzelplan 08, Bundesminister, hatte ich gesagt. Und Einzelplan 08, Bundesministerium der Finanzen in der Ausschussfassung. Wer stimmt dafür? Die Koalitionsfraktion. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Einzelplan 08 mit den Stimmen der Koalition gegen die Stimmen der Opposition angenommen. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Einzelplan 20, Bundesrechnungshof. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Der Einzelplan ist einstimmig angenommen. Jetzt kommen wir zu den namentlichen Abstimmungen. Zu einem Beschluss des Deutschen Bundestags gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes. Es liegt hierzu eine Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD vor. Es gibt außerdem einen entsprechenden Antrag der Fraktion der FDP. Wir stimmen zunächst auf Verlangen der Fraktion der FDP über deren Antrag namentlich ab. Über die Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Koalitionsfraktion können wir erst ebenfalls namentlich abstimmen, nachdem das Ergebnis der Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP vorliegt. Diese Abstimmung, die zweite namentliche Abstimmung, soll im Anschluss an die Beratung des Einzelplans 09 erfolgen. Also kommen wir jetzt, Zusatzpunkt 1, zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf der Drucksache 24969 mit dem Titel Beschluss des Bundestags gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 und 7 des Grundgesetzes. Nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 des Grundgesetzes ist zur Annahme des Antrags die absolute Mehrheit der Mitglieder, das sind 355 Stimmen, erforderlich. Für die Stimmabgabe in der Westlobby haben Sie nach Eröffnung der Abstimmung 30 Minuten Zeit. Bitte gehen Sie nicht alle gleichzeitig zur Abstimmung. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass auch in diesem Teil des Plenarbereichs die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht, und ich Verstöße gegen die Pflicht mit den Mitteln des parlamentarischen Ordnungsrechts ahnden werde. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer darauf zu achten. Also tragen Sie bitte die Mund- und Nasenbedeckung und halten Sie den Sicherheitsabstand ein. Es stehen 8 Urnen zur Verfügung. Die Schriftführerinnen und Schriftführer haben die vorgesehenen Plätze eingenommen. Deswegen eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 24969. Die Abstimmungsurnen werden um 13.01 Uhr, nein, Moment, eine halbe Stunde, 12.21 Uhr geschlossen. Das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Und jetzt rufe ich auf den Einzelplan 09.